So, yes, the universe is full of beginnings. But no matter where our paths take us, we all have our place in the fleet. Hallo
Hallo und herzlich willkommen. Moment, ich muss noch schnell die Musik wieder leise machen. So, jetzt ist die Musik nicht mehr so laut. Hallo und schön, dass ihr reinschaut. Willkommen hier am Montag und ja, in alter Frische. Und wie ihr seht, nur ich sitze hier unten rechts diesmal. Diesmal habe ich Unterstützung von Mindtrix. Hallihallo. Der muss halt hier mit mir das mitmachen. Das wird bestimmt witzig. Ganz sicher. Ja. So. Ich bin hier jetzt irgendwo bei Genie Point. Steht hier zumindest. Und müsst jetzt mal gucken, wo ich. Nee, du bringst mir in die Rüstung mit, hast du gesagt, gell? Ich bring dir Waffen mit. Geh mal kurz in die Galerie und schau mal, ob da ein Rüstungsladen ist. Also vor dir in die Aufzüge und dann da in die Galerie quasi. Okay, ich gehe mal zu den Aufzügen. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Elevator. Galeria. Kaufhof. Schauen wir mal. Galeria, Kaufhof. Mhm. So. Ich habe ja so Star Citizen jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Letzte Woche, da haben wir nur Racing gemacht. Der Horistas und ich. Und das erste Mal mit Joysticks war ich unterwegs. Das war auch vogelwild. Das ist schon besonders bei den Hammerquads. Ja, das war schon ganz cool eigentlich. Also, naja. Ich habe es zwar trotzdem nicht so ganz kapiert, aber... Ja, nee, es war jetzt nicht so einfach, sag ich mal, aber... Mhm. Jetzt bin ich hier in der Galerie irgendwo hier und muss mal schauen. Food Court, nein. Brauchen wir nicht. Der Rüstungsladen hat eher so ein blaues Ambiente. Blaues Ambiente. Ist eher so ein bisschen dunkler und blauer. Hier bin ich bei was Blauem. Ja, hier sind es ist schon Klamotten. Ist schon was, genau, ist schon was zum Anziehen, aber leider keine Rüstung. Nur normale Klamotten. Mm-hmm. Also nicht das, was wir suchen. Okay, so was haben wir hier. Hier sind Waffen. Das sind Schiffswaffen. Also. Hauptsächlich. Ups. Das brauchen wir auch nicht. Deswegen, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Könntest Vielleicht gibt es ja nicht. Genau, das kann nämlich gut sein. Mm. Bin mir gerade nicht sicher. Macht ja nichts. Ich irre hier halt ein bisschen. Mach keinen Stress. Wir haben gerade noch Zeit, weil der Thomas schaut gerade runter nach Jump Town, ob da was los ist. Du meinst kannst du, die Treppe Captain Future, meinst du? Mhm. Was soll ich machen? Hinter die Treppe hochgehen. Kannst mal oben gucken. Ah, okay. Was? Hähnchenschenkel mit Salat und Pommes? Hoffe, die sind bald fertig. Das gibt's jetzt noch, oder wie? Flash Ice Warm. Hört sich ja lecker an. Also sind wir hier oben. Was hat denn der ums Hirn? Der sieht ja gar nichts. Der kommt von Dune. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Oh, da nervt mich gerade immer der Karolinger mit diesem, mit dem Sound. ich kann es jetzt nicht nachmachen. Weißt du, was ich meine? Nee, ich glaube, ich habe den zweiten da noch nicht gesehen. Ach so. Ich bin dir sicher, ich glaube nicht. Vielleicht weiß es ja jemand. Wer hat schon Dune angeschaut, der gerade im Kino kommt? Er will sich ja immer nochmal anschauen und ich soll dann mit. Mir ist der aber du zu lang. Du warst nicht mit beim ersten Mal? Nein. Warum nicht? Wir haben den ersten Teil daheim angeguckt und dann... Ich weiß nicht. Ja, irgendwie, das ist jetzt nicht so ganz meins vielleicht. Aber anscheinend ist der ja sowas von toll. Er hat gesagt, das ist der beste Film aller Zeiten. Und ja, das ist sowas wie, weißt du, das ist eigentlich wie Herr der Ringe. Auch wenn man dich mag, man muss ihn gesehen haben, um mitreden zu können. Ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht muss ich dann doch noch hin. Der geht aber auch nie mit, wo ich hin will, also von daher. Ja gut, dann ist natürlich... Dann muss ich mir das schon nur genau überlegen. Oder du hast was gut. Ja, oder so. Genau. Ist ja auch lustig. Also du musst kochen, oder was? Flash Ice One. Und hallo Wisschen.
Hellraiser will zu Flash Ice One zum Essen kommen. Okay, also hier oben weiß ich jetzt nicht so recht. Da ist irgendwie nichts, oder? Was man, ja. Da ist so eine Bar. Und das war's dann. Na, auch okay, schon. Ist nur so die Bar. Nee, dann ist da leider kein Shop. Und zwar gerade hier der Bildschirm schwarz. Okay, gehen wir wieder runter. Dann ist ja leider nichts. Naja. Nee, okay, dann, dann hol dir am besten mal ein Schiff. Ja. Okay. Die Angas sind wieder hinter da in dem großen Platinum Raum. Genau. Bay. Ja, ich gehe mal wieder da lang, oder? Nö. Ich habe ein bisschen Versatz. Ja, ich guck einfach, wie wir es schon wieder finden. Nee, du, also gegenüber von dem Platinum Bay-Schild. Nee, das ist falsch. Ja, genau. Geh mal da lang. Also wenn du vor dem Platinum Bay-Schild stehst, einfach umdrehen. Warte. Da. Ich muss kurz warten, bis mein Schiff hier ist. Das ist etwas bedauerlich. Hier hinten irgendwo. Ach, hier waren die. Da die beiden großen. Hä? Ich bin, glaub, blind einfach. Ich muss doch wieder mit dem Aufzug runterfahren. Das war doch unten, oder? Ja, du bist schon richtig. Du bist gerade, glaube ich, hingelaufen. Ja, du standest gerade davor. Ich muss jetzt wieder mit dem Aufzug auf jeden Fall. Die waren doch. Genau. Ja. Du bist gerade in der Galerie und du musst jetzt wieder zurück zum Hangar. Ja. Okay. So. Jetzt müssen wir schauen, wo ich dahin muss. Ich zweifle immer links. Hot Dogs, da vorne war's. Einfach geradeaus. Hallo, Ra's al Ghul. Sonst kocht ihr zusammen. Ja, sehr schön. Sodala, okay. Dann gehen wir mich mal hier hin. Kochst du mit Karolika auch zusammen? Ja, immer natürlich, immer. Klar, was denkst du denn? Ich weiß ja nicht, wie motiviert er da so ist. Überhaupt nicht. Ich mach das natürlich selbstverständlich. Da lacht er sich. Oh, wie gut. Wann sollen wir denn kochen? Der ist ja nie da. Ah, guter Punkt. Der nimmt es dann nur mit, was es am Mittag gab. Mittags. Und beschwert sich dann wieder. Also, jetzt gucken wir mal, was soll ich denn nehmen am besten? Das ist ganz egal. Ja, das ist ja immer das Problem. Ich kann mich doch dann immer nicht entscheiden, ich weiß es nicht. Das ist die Fliege, dass du da von A nach B zu kommen. Was? Sprecht ihr euch jetzt hier mit Vornamen an, hier im Chat? Was? Hier eskaliert doch nichts. Was? Wir eskalieren nicht. Ach ja. Sodala. Was nehmen wir denn? Oh Gott, jetzt habe ich so lange gebraucht, dass ich wieder weg bin vom Terminal. Irgendwas Kleines. Ach, ich glaube, ich nehme das da. So. Was wir heute vorhaben? Ja. So dies und das. Schießen und so. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Erst ein bisschen Jumptown, dann ein bisschen Ghost Town. Ja. Und wenn bei beiden nichts los ist, dann ein bisschen NPC-Mission. Schauen wir mal. Wahrscheinlich klappt das wieder nicht, was wir machen wollen. Doch, das klappt wunderbar. Ach so. Wunderbar. Wenn du das sagst. Wir treffen uns auf Aris Harbor. Ich komme da auch gleich hin. Mhm. Das ist mittig von uns. Ach ja, ich bin schon so lange nicht mehr geflogen. Also halt so von hier von A nach B.
So, lala. Siehst du, da wird es so super. Also, ich habe hier so ein Minischiffchen geholt. Das ist schön. Ich habe hier auch wieder hier meinen Holy Drink natürlich. Der darf nicht fehlen, gell? Ich muss hier mal schnell reintun. Welchen Geschmack hast du da drin? Mir wurde das ja serviert. Also der Karolinger hat es mir gebracht. Jetzt muss ich probieren. Oh, hier steht es drin. Jetzt wollte ich es gerade reinschreiben. Ja, ich glaube, dass das Cranberry ist. Danke, Herr Racer, hier fürs Posten. Ja, wie ihr seht, also hier einfach über den Link könnt ihr dann euch was besorgen bei Holy. Und habt dann 5 Euro Rabatt. Allerdings nur für Neukunden gibt es diese 5 Euro Rabatt. Später dann soll es auch für wiederholte Bestellungen was geben. Genau. Ich probiere jetzt mal. Ja, ich glaube, das ist. Ja, das müsste Cranberry sein. Hydration natürlich, weil Energy, da kann ich nicht mehr schlafen. Das darf ich nicht abends trinken. Nur tagsüber. Auf jeden Fall lecker. Deins kommt morgen, Wrath Al Ghul. Ich glaube, ihr trinkt das mit der halben Menge, ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was er reintan hat, aber ja, so viel brauchst du eigentlich gar nicht, ja. Weil genau. irgendwie sowas hat er geschrieben, dass wenn man das ganz reinmacht, dass es dann wohl sehr intensiv teilweise ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was, Glendato, deins behält DHL? Ist das immer noch nicht kommen, oder wie? Wann hast du das denn bestellt? Ja, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall, Wrath Al Ghul, der, wie heißt der? Raspberry? Noch irgendwas? Dieser Energy Drink von, genau, der Raspberry, der schmeckt super. Auch, ja. Ja, probier einfach mal so alles nach und nach. So, dala. Ich mache mich hier mal bereit. Trommelwirbel. Was? Raspberry Pi? Raspberry schreibt man aber anders. Hallo Momskel. Und hallo, wir sind ich. So, okay. Was ist denn jetzt hier eigentlich noch nicht an? I habe ich doch auch gedrückt. Manchmal hat er das Problem, wenn du. Hä? Jetzt müsste eigentlich alles an sein. Ja. Wenn ich jetzt. Ah, nee, die Engines wieder aus. Drücken wir nochmal I. Warte. Aber da stand gerade. Ja, komisch, aber er hat gesagt, all Engines online. Naja. Ich flieg mal. Ja, manchmal ist er merkwürdig. Hm. Liegt natürlich, das, also an mir liegt es natürlich nicht. Nee, das hatte ich auch schon teilweise, dass so angeht, powert alles okay. Anmacht, aber ja, alles außer die Triebwerke. Ist ja beruhigend. Habe ich auch manchmal. Manchmal, also ich drücke immer in der Regel dann einfach nochmal U, mach nochmal neu an. Mhm. Aber okay. Einfach Engines angeht natürlich auch. Okay. Hallo fette Katze. Letzten Mittwoch schon? Komisch. Jetzt haben wir ja schon Montag. Ja, so schreibt man doch Raspberry. Wahrscheinlich trinkt deins der Postbote, Glendato. Ich habe neulich so eine Sojasauce, sowas Spezielles, so für asiatische Gerichte bestellt. Das war sowas Special-Zeugs, keine Ahnung. Und dann hat er das einfach da so hingebatcht und dann habe ich die ganze Soße vor der Tür gehabt. Das ist einfach explodiert in dem Amazon-Paket. Das war jetzt nicht so der Brüller. Hallo, Röstas und Dankeschön. Schon seit 39 Monaten. Danke. Komm, wir spielen mal Musik für Röstas. Ja, jedenfalls, da war da die ganze Suppe vor der Tür. Das war jetzt nicht so toll. Hm.
Ups. So, also ich fliege jetzt da, wo ihr alle seid. Genau. Treffen uns dann bei Iris Harden? Ja. Seid ihr alle irgendwo? Aber ihr seid doch da alle schon, oder? Ich fliege erst hin gleich. Also ich bin gleich auf dem Weg. Ich muss noch, ich lade noch kurz die Waffe in die Schiffe ein und komme. Wenn ich zu Yudoka springe, ah ja, hier ist Iris Harden. So. Hörsten. So. Deswegen, unser Plan ist jetzt gerade quasi, dass wir uns bei Iris Harbor treffen. Dann da kommst du mit zu mir aufs Schiff und dann fliegen wir runter nach Jumptown. Die anderen sind gerade bei Jumptown schon runtergeflogen. Okay. Und dann gucken wir mal. Ja. So machen wir's. So machen wir's. Ich bin hier voll konzentriert. Kann ich da wieder nicht hinspringen oder was? Oder wie? Alles wird super. Ich stehe wieder obstructed dran. Ja, du bist immer ganz positiv hier, gell? Mhm. Das wird super. Das kann ich da, da kann ich jetzt wieder nicht hin. Das muss ich wieder irgendwo anders erstmal. Muss vielleicht die Route nochmal ansetzen. Wie war das jetzt nochmal, wenn jetzt... warte mal, schau mal da nochmal rein. Denken. Wenn ich hier Hörsten auswähle, muss doch funktionieren irgendwie, oder? Okay, ja, okay, ja, er tut dich durch den Planeten schicken. Dann musst du erst irgendeinen UM-Punkt anspringen. Dann musst du die Route nochmal rauslöschen. Achso, warte mal. Die UM-Punkte anzeigt. Machen wir nochmal schnell raus. Ja, der Maverico, der muss noch kommen, auf jeden Fall. So, dann, also die habe ich jetzt rausgelöscht und dann muss ich nochmal neu. Jetzt solltest du ja, genau, wenn du jetzt den Quantum an hast, dann solltest du ja eigentlich auch die UN-Punkte und so sehen. Ja. Und dann erstmal einen von denen anspringen einfach. Das ist wieder alles rot. Hm. Hier rum. Wo sind dann mal ein OM-Punkt? Ich. Ich sehe nur lauter andere Punkte. Moment, ich sehe. Hur L5 und drin. Was weiß ich nicht und. OM2, dann fliege ich mal dahin. Das ist doch das wahrscheinlich ganz gut. Ja. So, jetzt kann ich nochmal gucken, oder? Nach meiner Route da. Hoffe ich mal. Wenn ich Party-Member auswähle, müsste ihr eigentlich auch... Die Karte, die habe ich noch nie mögen. Die Partymarke? Die Karte. Die mag ich einfach ja. Nicht. Ich ja, mag sie einfach nicht. Ich werde die nie mögen, aber ich weiß keine ich Ahnung. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die mögen. Hm. Ich glaube, der Kreis der Freunde der Minimap ist, der Starmap ist sehr, sehr klein. So, Moment, ich muss noch. Ein bisschen Ausrüstung. So. Ja, wo der Mariko ist, keine Ahnung. Mein treuester Fan. der hat wahrscheinlich nur keine Zeit. Der Spielsound. Ist der aus? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist alles an. Hört man da keine Musik oder so?
Nee, Musik ist keine drin. Wisschen. Keine Musik, aber bei mir läuft hier. Ist die nur vielleicht zu leise? Also jetzt muss man aber Musik hören, oder? Hört ihr was? Ja, doch. Ja. Also laufen tut sich schon. Ist eher leise, aber es ist leise im Hintergrund. Ganz leise, aber die ist sonst auch nicht lauter. Ich mach die nicht so laut immer. Naja. Also, unter meinem Schreibtisch ist er nicht. So. Ja. Captain Future ist da auch schon. Der ist schon da, ja, der ist schon unter dem Laptop. Der ist unter. Du kannst sie nur erahnen, Glendatu. Aha. Hm. Dann weiß ich auch nicht. Hauptsache, ihr könnt uns hören. Fliegt man ganz schön lang. Ja. Hm. Naja, und sonst so? Habt ihr alle den Montag gut verbracht? Ich find Freitag so immer schöner als Montag. Ja, Montag mag doch eigentlich keiner. Das frühe Aufstehen da immer. Ich hab gedacht, als Hausmutti kann man lang ausschlafen. Das dachte ich früher immer. Es ist aber leider nicht so. Das war ein Irrglaube. Oh, ja. Muss man leider auch viel zu früh aufstehen. Kommt noch, wenn da die Phase kommt des langen Schlafens. Ja, genau. Aber dann wecke ich die alle am Wochenende dann. So richtig schön mit dem Staubsauger an die Tür klopfen. Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das habe ich denen schon gesagt. Das habe ich schon angekündigt. Nett. Komisch, hier wird manchmal der Bildschirm einfach schwarz. So zwischendrin mal ganz kurz. Naja. Okay. Du schickst mir den Kundendienst in der Werbung. Ich weiß nicht, ob der Kundendienst da was machen kann. Okay. So, da. Ich muss aber gerade gestehen, du bist schneller als ich. Finger doch im Krieg. Ich bin schneller. Kann ja gar nicht sein. Ja, du bist schneller als ich. Dori musste ja erst noch Aufrüstung, die ganze Ausrüstung aufsammeln und aus dem Bebisch hochstarten. Unseren ganzen Proviant. Wenn ich jetzt zu Captain Future springe, dann bin ich doch richtig. Dann wärst du direkt da. Sozusagen. Dann hast du halt keine Rüstung, keine Waffe. Momentan ist da aber, glaube ich, nichts los. Okay. Weil jetzt bin ich da schon hingesprungen. Also kannst aber hinspringen. Das war die 300 Euro Sojasauce. Das habe ich jetzt erst gelesen da oben. 10 Jahre im Fasskreis. Nee, irgendwas. Irgendwas Günstiges natürlich. Nee, das habe ich in so einem Rezept gelesen. Das ist irgendwie so ein komisches. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie das heißt. Keine Ahnung. Wie so ein asiatisches Ketchup. Keine Ahnung, wie das heißt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, habe ich es jetzt ja leider nicht. Ist kaputt. Ist in der Mülltonne. Aber ich habe dann. Mal. Ich habe es wieder gut geschrieben bekommen, natürlich. Ja, könnte ich nochmal bestellen. Ach, oder vielleicht lässt man es einfach weg. Ich würde auch gerne mal
Sushi mal wieder selber machen. Wir haben mal einen Sushi-Kurs gemacht. Aber, ja, haben das dann leider nie irgendwie zu Hause gemacht. Dir schmeckt kein Sushi, oder? Ich find Sushi super. Schau, okay. Ah, ich könnte es immer essen. Sehr gut. Ja, wir auch. Aber eben, es ist halt so teuer. Und selber machen wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit. Aber, ja. Okay, du musst aufpassen vor Ort. Zwei, wo bin ich denn jetzt da? Ich muss jetzt mal gucken. Und zwei sind im Gebäude. Also zwei sind am Boden und zwei sind im Gebäude. Die mich beschießen wollen, oder was? Die feindlich sind, ja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich da mal soll ich in der Luft lieber bleiben? Ich bleib mal in der Luft, oder? Noch warten. Okay, warten ist immer gut. Dann kann ich hier lesen. Am besten noch warten. Sonst kannst du auch gucken. Da unten sollen ja Leute sein. Wobei ich dir jetzt nicht empfehle, die mit der Schiffswaffe wegzubangen, weil dann hast du Crimestat. Das wird schwierig. Ich bleib mal hier und du sagst mir... Oder? Ja, können wir auch. Ich bin sonst auch gleich da. Ich sehe dich da schon. Ich sehe dich da. Ich muss nur ganz kurz noch nach Eris Harbor fliegen. Wegen ein bisschen Munition. Und dann bin ich sofort da. Ra's al Ghul, ja. Das stimmt auch wieder. Und stimmt, genau, Glendatus, so hat's geheißen. Aber ich weiß ganz ehrlich gar nicht, ob man das unbedingt braucht. Eben, da ist ja Zucker drin. Zucker ist ja böse. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Das habe ich dann schon auch gesehen im Nachhinein. Frittierte Hühnerknie. Yeah. Hallo, Gyros. Ja, okay, dann halt nur Sojasauce. Das wird schon auch gehen. Ich esse meine Sushi immer komplett nur mit Sojasauce. Ja. Aber ich wollte gerne mal solche, halt so Asia-Futter da machen. Also halt quasi so und diese Nudeln da. Ja, genau. Die Nudeln mit dem ganzen Zeugs da halt. Ja. So eine Ramen, das gibt's bei uns hier auch gar nicht. Also bei uns gibt's ja auch nichts, wo du das kaufen kannst. Halt nur dann in der Stadt wieder. Meinst du so Ramen? Meinst du so Ramen? Wie Ramen? Na, das sind ja diese chinesischen Nudelsuppen-Dinger. Ach so. Diese Bowls. Suppe nicht. Weißt du, da gibt es auch diese gebratenen Nudeln mit halt diesen Standard, was man da so bestellt. Halt gebratene Nudeln mit irgendwas. Ja, mit Ente oder so. Hühnchen und so. Ja. Ja? Ja, genau. Ramen? So. Schau, das kenne ich gar nicht. Schau mal, hier gibt es sowas überhaupt nicht. Das ist japanisch, okay. Ja, Das ist für mich alles das Gleiche. Ja, für mich auch. Es ist asiatisch, es reicht. Ja, okay. Ja, genau. Ich kenne nur einen Bilderrahmen. Genau, ein bisschen. Voll die Banausen, ich weiß. Ich komme hier vom Land, weißt du? So ein Landei. Und bei uns, da gibt es dann nur halt, ja. Was gibt's da? Was der Bauer halt so kennt, gell? Pizza und so ein Zeug, das kann man hier holen. Toll. Und halt diese, ja, gut bürgerliche Wirtschaft. Ah, ja. Ist aber auch lecker. Ja, aber das andere wäre auch mal gut. Aber sowas, das gibt es halt eher dann nur in der Stadt, in der großen Stadt. In der großen, weiten Stadt. Ja, genau. Ein Ramenladen. Schau, jetzt habe ich halt wieder was gelernt. Ramen. Also Ramen sind echt lecker. Das muss ich mal googeln. Gibt es eine Mission? Zu Jumptown gibt es eine Mission, die muss aber jeder selber annehmen. Okay. Also ich stehe jetzt hier nach wie vor nur in der Luft einfach rum. Das sind auch noch Leute von uns da, ne? Du bist ja mittlerweile allein.
Ah, nee, da unten ist noch jemand. Da unten Ra's al Ghul. Der verlorene Barcode ist noch El da. Elrosha. Lost Barcode. Kult Kronos. Ja. Genau, da wo die gerade sind, ist quasi Jumptown da unten. Ja, das ist soll ich da mal hinfliegen? Gebäude. Kannst du mal hinfliegen. Kennst du Jumptown, Todd? Also von dem, von was es ist. Das ist ein Gebäude da, das spawnt Drogen alle 3 Sekunden. Mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. War ich da? War ich schon mal oder nicht? Bestimmt. Ich vermute nicht. Oder nicht? Ich vermute mal nicht. Okay. Weil es in der Regel PvP-Zone ist. Wo lande ich denn da? Wo sind denn die anderen? Machen wir hier mal Außenansicht. Also ich stelle mich halt einfach mal da irgendwo hier daneben. Zwischen die Bäume, oder? Ja, oder? Das kann spannend. Und auch gleich da. Ja, ich fliege hier gleich nur in das Haus. So. Ein Baum, meine ich. Hallo? Land mal. Oh. Das ist ja ganz schön eng. Okay, jetzt stehe ich. Windet es hier voll oder was ist da los? Kann sein. Ich versuche gerade zu landen. Aber das Fahrwerk ist doch draußen. Jetzt ist draußen. Hehehe. Ups. Das sieht man manchmal nicht richtig hier. Ja, wirklich. Okay. Machen wir mal aus. Dankeschön für deinen Follow. Aerobreaker. Sind nur freundliche. Siehst du das schon? Sind nur freundliche da gerade. Ja, dann kann ich jetzt aussteigen. Ja, genau. Wir schreiben hier gerade im Party-Chat. Okay. Dann kann ich jetzt ja hier rauslaufen. Nee, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ja, nee. Sudola. Perfekt, dann guck dir doch schon mal ein bisschen um. Sind wie gesagt gerade nur freundliche da. Böse braucht man nicht. Leben auch gleich da. Ja. Ich geh mal da rein. Hier schaut's ja aus. Alles vermüllt. Hier könnte hier irgendwo so eine Kiste sein? Ja, da könnte tatsächlich Lootkisten sein. Okay. Wo du Waffen findest. Und dann kommen immer mal wieder halt Böse, oder? Und dann müssen wir die halt töten. Ja, das ist, also oder die Mission ist, dass man so viele Drogenpäckchen wie möglich rausholt und ja quasi mitnimmt und vernichtet, sagen wir so. Und wenn andere die haben möchten, ist es so eine Sache. Man kann sich mit denen vereinbaren, dass die welche mitnehmen können und die dann wieder gehen. Man kann aber auch sagen, nö. Und dann ist halt die Frage, ob sie angreifen oder nicht. Okay. Ich gebe denen das dann also lieber. Aber wir sind stark genug, wir sind stark genug vor Ort, dass du sagen kannst, nö. Mhm. Okay. Ja, hier ist jetzt nämlich schon so ein Paket. Sehe ich hier. Soll ich das? Da könnte ich das ja theoretisch schon mal nehmen, oder? Könntest du nehmen, ja.
Bitte sonst gleich auch noch. Oder ist das, weil das ist hier in diesem. Ach so. Nee, das kann ich ja so. Ich trag's halt einfach mal so. Aber sonst könnte ich das auch mit dem Multitool da rausholen, oder? Genau. Und dann. Aha. Nein, ich mach das hier voll oldschool. Ich trag das. Ah. Wie die Leute früher. genau. Wie sie es früher mal gemacht haben, getragen. Ja. Voll uncool halt. Was in Ra's al Ghul's C1 kann man es reintun? Ja, perfekt. Also muss ich mal gucken, wo der ist. Da hinten. Ah, der ist da noch in der Luft. Ja, in mein Minischiff passt der eigentlich gar nichts. Ah, und Yoduka. Sehr gut. Ja, der tut sich ja aber auch schwer mit Landen, weil das, irgendwie ist es so stürmisch. Der hängt hier nur so in der Luft, Ra's al Ghul. Jetzt land mal! Ich will das Paket reintun. Und viele Bäume. Ja, das stimmt. Das habe ich mir vorher auch gedacht. Oder ich guck mal, wo. Was Yoduka, was hat der dabei? Da hinten. Der fliegt auch gerade hierher. Der ist jetzt gelandet. Langsam wird es schwer hier, das Paket. Thomas schreibt auch gerade, am besten dann bei Yoduka in die C1 reinladen. Ja, ich tue es da mal rein. Ich bringe gerade auch ein. Hallo! Ich bin jetzt auch gleich da und bei mir im Flieger ist eine Kiste, da kannst du dir Rüstung, Waffe und Multitool rausnehmen. Ah, super. Ich habe noch keine Munition dabei. Noch keine. Ach, hier sind ja so viele. Finden, aber ja, habe ich auch gedacht. Die beschützen einen doch. Sodala, also jetzt habe ich ein Paket da reingeschmissen. Wir sind ja mit der Gang unterwegs. Ja, das sind wirklich viele hier. Ja, das ist die Gang. Witzig. Sodala. Soll ich jetzt nochmal so ein Paket einfach holen? Oder wo bist denn du, dass ich das da holen könnte? Komm gerade an. Sachen. Moment. Ah, da hinten. Bin jetzt sehe ich es. Ja. Komm gerade erst angeflogen. Wie viele so Pakete holt man da so standardmäßig raus da? Boah, da kann man schon eine ganze Weile stehen. Also, ich weiß nicht, die Zahl ist zu nennen schwierig. Mhm. Und wann kommen dann nochmal wieder so böse raus? Das ist halt immer die Frage. Das sind halt echte Spieler. Das heißt, es kann. Ach so. Entweder gar nicht dazu kommen oder jeden Moment. Hier stehen schon so Päckchen rum. Darf ich die einfach nehmen? Und die hat oder da wahrscheinlich was rumgemacht. Dass das explodiert? Ich nehme das jetzt einfach mal. Was ist da draußen? Ist da was explodiert? Da ist gerade was explodiert hier oben. Aber ich weiß nicht warum. Naja. Hm.
Also von allen, wo ich einen Marker sehe, die gehören ja zu uns. Ja. Sozusagen. Die sind alle freundlich. Wenn ich jetzt irgendjemand anderen sehe, der es dann böse ist, oder wie? Der, Vielleicht. Also auf jeden Fall Bescheid geben. Das ist, momentan haben wir es, glaube ich, nicht geklärt. Ich glaube, zwei sind noch hier, die freundlich sind, aber halt nichts machen. Mhm. Wenn du jetzt zu mir kommst, ich glaube, ich müsste ein paar hundert Meter weiter von dir sein. Sehe ich. Da hinten, ja. Genau, ich habe die Ausrüstung dabei. Ich habe noch so ein Paket hätte ich jetzt noch. Aber ist ja wurscht, das kann ich ja auch bei dir da rein tun. Ja. Ich empfehle dir auch, wenn du das Multitool hast, nimm sie lieber mit dem Multitool als mit der Hand. Ja, wahrscheinlich geht es schneller. Weil das, oder? Ja, einmal das und mit der Hand nehmen kann manchmal Probleme erzeugen, also Bugs auslösen und sowas. Okay, so da. Was dann halt vielleicht manchmal nicht mehr rausgeht aus der Hand. Mhm. Ist dann immer ungünstig. Ach, da muss ich jetzt im Aufzug, gell? Mhm. Oder? Was hast du da eigentlich für ein Gefährt? So, jetzt bin ich beim Aufzug. Ah, beim anderen, okay. Ja, da hinten. So. Guck hier in der großen Kiste. Hallo. Hallo. Ah, da, okay. Jetzt muss ich erstmal das hier wegtun. Einfach hin. Ja. Ich hätte hier, wie du möchtest, ich hätte hier auch noch eine komplette Rüstung mit Rucksack drin. Du kannst aber auch, du hast gerade irgendwas an mit Rucksack, wie du möchtest. Was habe ich denn da eigentlich jetzt gerade? Oh, muss mich mal anders hinstellen. Kann ja auch Licht geben. Habe ich da einen Rucksack auf? Ja, okay. Dann schauen wir mal, was du da einpackt hast. Nur feine Sachen. Ja, schau hier, jetzt sehe ich meinen Rucksack hier hinten. Ja, aber diesen Rucksack brauche ich ja eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht unbedingt. Den können die doch mal wegtun. Danke für dein Follow, Captain Kirk oder so. Also, jetzt tue ich mal hier mal die Waffen drauf. Ist ja riesig, die Waffe. Da passen gar nicht zwei hinten drauf dann, oder? Das sollte eigentlich. Meint. Ups. Aber das kann bei dem Ding auch, kann bei der Rüstung echt so sein. Dann muss man da doch. Ich muss mal erstmal das hier ausziehen. Ich ziehe jetzt mal hier das Zeugs wieder an. Alles, was du da einpackt hast. Oder so. Was haben wir denn da alles? Das ist das Multitool. Das ist ein, für die Railgun ein Magazin. Das da oben war das, ja. Genau. Mhm. Wenn du Doppelklick auf die Dinge machst, dann tust du sie automatisch ausrüsten. Sagt man mir? Ja, irgendwie was mit dem Sound, aber ich weiß jetzt auch nicht so recht, woran das hapert. Jetzt ist gerade der Kundendienst da. Ah, ja. Der Techniker ist da. Ja. Die Musik war relativ leise. Ja. Ja, die Musik anscheinend auch, aber ich mache das immer nie lauter eigentlich als das. Normal hört man es immer, oder? Gucken wir mal schnell. Wir schauen mal, woran das liegt. Da ist eigentlich alles wie immer. Der Klendatu hat das gesagt.
Also ist immer noch zu leise, oder? Ist immer nur zu leise. Hallo, da Hur. Ja, alles klar. Danke. Aber den Rest hört man. Dich und Matrix und so. Ja. Ja. Was würde aber lauter? Was heißt das? Ist es lauter? Naja, okay. So. Ich nehme jetzt mal hier. Was habe ich denn jetzt? Pistol. Das Multitool habe ich jetzt dran. Jetzt brauche ich nur die Waffe. Da kannst du deinen Rucksack wieder dran machen, dann kannst du auch zwei Waffen dran machen. Ach so, an Rucksack, da passen dann zwei. Ah, okay. Mhm. Auf den Rücken nett. Ja, nicht, also bei der Rüstung, bei der Rüstung muss es auch gehen, aber kannst auch so ganz. Das schaut ja krass aus. Jetzt habe ich die zwei Teile dran. Ich habe dir extra die Auswahl gelassen, ob du ein Sturmgewehr oder ein Sniper möchtest. Ne? Weder oder. Hauptsache es schießt. Und eben, wenn du Doppelklick jetzt auf die Shotgun zum Beispiel machst, dann rüstest du die direkt raus. Dann musst du die Gegenstände ja. So hinziehen irgendwo. Ja, okay. Stimmt. Ist einfach nur einfacher. Ja. Okay, dann nehme ich halt einfach mal alles jetzt dann. Das Multitool, das geht dann immer wieder. Ich kann halt alles irgendwie ranmachen, gell? Geht dann immer wieder weg. Ich nehme ich. Moment, ich habe gerade das Stream Deck gerade bei mir, aber Pyro, das liegt bei mir im Rechner. Was ist das? Paramedical Device? Okay. Nö, nee, so müsste doch jetzt passen, was ich habe, denke ich mal. Kannst du da auf das Metal, kannst du da noch Doppelklick drauf machen? Dann geht immer wieder was auf weg. Das Gelbe? Achso. Ja, auf das Weiße, sorry. Das Gelbe. Das Weiße, ja genau. Schau, wenn ich das mache, dann kommt halt dann das Multitool wieder weg. Dann habe ich das wieder da drin. Drück nochmal drauf. Jetzt habe ich das. Also, jetzt habe ich wieder das Multitool an, aber nicht, aber dann wieder die. Das Medical Dings ist jetzt wieder. Interessant, ja gut. Im Inventar. Ja, irgendwie passt es halt dann alles hin, gell? Dann lasse ich aber jetzt lieber. Ach so, du hast zwei Multitools dabei, deswegen. Du hast zwei Multitools dabei, deswegen. Ach, ich hatte schon eins dran, oder? Du könntest dann eins in die Kiste packen, weil dann kannst du das Med-Tool noch nehmen. Wenn du Rechtsklick gedrückt hältst und dann die Maus bewegst, dann kannst du die Kamera drehen. Um deinen Charakter drin zu haben. So, danach. Wo habe ich denn da jetzt? Also, da habe ich. Ach so, okay. Vorne rechts ja, am dann Oberschenkel. Dann tue ich mal eins weg und dann tue ich das hin. Jetzt müsste es passen. Ja. Gut. Jetzt haben wir Supi. Jetzt das. Wer ist die Redeemer? Ah, das ist keiner von uns, okay. Alles klar, dann habe ich jetzt ja alles. Jetzt bin ich super ausgerüstet. Jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren, normalerweise. Eigentlich nicht. Mal. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Munition. Aber das ist nicht so schlimm. Hilfe, wo bin ich jetzt? Weiß nicht genau, wo du bist. Ich bin hier irgendwie durch den Boden durch. Ey, ich seh's gerade, du bist. Oh nee. Bist du denn jetzt hier hin? Ja. Hast du das denn geschafft? Ich hab nichts gemacht. mach mal. Ah, jetzt bin ich oben auf dem Dach. Ja. Jetzt passt. Ja. Da ist irgendwas über dir. Ich geh mal schnell hier weg. So, okay. Ja, hier ist jemand unten drauf. Ja, was ist denn das für ein Schuh? Ich hab mich schnell verdünnisiert. Ist der böse? Also ich habe ihn erschossen. Ah. Und jetzt? Jetzt ist er tot. Okay. Gnadenschuss noch.
Ich geh mal lieber weg. Lieber in die Verführung rein. Kann ich irgendwie helfen? Nee, lieber nicht. Wie denn? Okay, im Busch fest. So, schnell weg. So, haben die anderen so viele Pakete eingeladen oder was habt ihr so gemacht hier? Wieso hier alles so rot ist? Hier ist auch voll der Sturm, keine Ahnung. So, ich muss es jetzt mal testen hier mit dem Multitool. Ich gehe da mal rein. Oh, jetzt sind hier schon voll viele Pakete. Ah, das war irgend so ein Spaßvogel, der Typ. Wollte ich in mein Schiff reinpacken, also wollte in mein Schiff reinkommen. Aha. Und guck mir jetzt Crime Shit, weil ich ihn erschossen habe. Ach so, ja toll. Ja, oh nein. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Auch nicht so schlimm. Hier. So, jetzt habe ich ein Multitool-Dings da. Muss ich mal schauen. Wem ist denn das jetzt eigentlich, das Schiff jetzt hier? Kopf. Einfach schießen. Ja. Der keinen Marker im Kopf hat. Genau. Einfach nur schießen. Wer ist Miriam Hart? Ah, das ist einer von uns, der ist oben im Chat. Wo soll ich denn meine Päckchen reintun? Na, da bitte die da beim Hart in das Schiff. Einfach da rein. Mhm. Einfach Neischmeißen. Ja, das geht dann ja echt schneller. Oh, jetzt ist es wieder runtergefallen. Aber ich muss schon gucken, dass das über der Rampe dann ist. Jetzt können wir einfach die ganze Zeit hier die Dinge einladen, sozusagen. Ja, das soll gestört werden. Hallo Sentinel, guten Abend. Ja, wo steht's jetzt hin? Hä? Wo bin denn ich jetzt? Ich bin jetzt irgendwo da oben drinnen. Hä? Oh nein, warte. Bist du reingepackt? Ja. Ja. Wie ist denn das jetzt wieder passiert? Wie vorher? Hä? Kann man da irgendwas machen, dass man da wieder rauskommt? Gibt's da einen Trick? Wo du bist. Bei mir lädt das, also beim bisschen im Stream noch nicht so weit, oder? Ja, ich bin da eigentlich da bei diesem. Ja, bei dem Eingang. Bei dem Eingang, wo man die Pakete dann holt. Da oben drin. Ach du Kacke. Sind da reingekommen? Keine Ahnung, ich hab nix gemacht. Ja, das sagen sie immer. Ja. Ich hab nix gemacht. Kannst du in irgendeiner Seite rauslaufen, mal ganz hoch? Oh. Nee. Oder dich hinlegen mit X? Ich mal das Multitool weg. Oh, da kann ich gar nicht hinschauen. Das wackelt hier. Dieses Gitter über mir. Ach Mann, was ist denn das? Ja, ich weiß nicht. Ich habe X gedrückt. Das ist ungünstig. Oh nein. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie das jetzt passiert ist. Keine Ahnung. Das ist durch die Kisten. Wenn man auf die Kisten geht, dann kann es sein, dass man das manchmal ein bisschen hochbackt. Und wie kann ich jetzt da wieder raus?
Gar nicht. Ja, doch. Muss ich mich umdrehen? Nee. Du kannst mal versuchen, den Emote zu machen. Zum Beispiel den Dance-Emote. Also quasi, ich weiß nicht, ob Sakara irgendwo gelegt hat. Aber wenn, dann wäre es ja cool, hättest du ja sowieso eine andere Tastaturbewegung. Ah, ja, ja. Ich überlege gerade, wo das jetzt dauert. Was musste ich denn da nochmal? Mit F-Rechtsklick. Und da kriegst du quasi dieses, kriegst du das, dieses Rad und da kannst du. Genau. Wo ist das denn? Und da irgendein Emote. Ups. Nein, ich will da wieder weg. Wie geht denn das nochmal weg? Nein. Ich habe jetzt hier das mit dem Helm. Nein, das will ich aber nicht. Shit. Oh Gott. Ah, jetzt hier. Die schlechte FPS. Actions? Nö. Hier. Mode. Dance. Ja, zum Beispiel. Tanzen geht immer ganz gut, weil er da viele Bewegungen macht. Nein, irgendwie nicht. Also einfach mehrmals machen. Ja, probier's mal nochmal. Einfach nur auf Dance und sonst nichts, gell? Und dann gucken, ob es vielleicht klappt. Hallo, alter Junge. Kannst du versuchen, quasi während der Dance dann mit irgendwie weißt du, springen nach vorne, vielleicht rauszuspringen irgendwo. Ja. Manchmal klappt das. Sonst kannst du auch den Sleep-Emote versuchen. Der ist auch immer ganz gut, weil er sich dadurch relativ breit macht. Mhm. Lieb. Oh ja, ich schlafe jetzt einfach. Oh, wo ist das jetzt wieder hin? So. Lieb. Da. Ja, Lied wäre gut, aber der geht dann nicht runter. Klappt nicht. geh mal in irgendeine Ecke und mach das nochmal. Also irgendeine Ecke, wo du schon ziemlich dich irgendwo so reinbackst ein bisschen. Und dann einfach nochmal den Emote machen. In der Ecke, okay. Hatte ich zumindest mal eine andere Ansicht. Warte nochmal. Du bist schon auf jeden Fall ein bisschen runtergebracht. Gerade. Machen wir halt jetzt irgendwann mal schlafen, oder? Mhm. Bei dem Schlafen war das nämlich gerade mal kurz anders. Ja, bei mir hilft es bestimmt heute nicht. Wie oft versucht man das da so? Also, wenn du liegst, kannst du gleich wieder aufstehen, wenn du beim Schlafen. Weil das funktioniert entweder sofort oder gar nicht. Probieren wir mal nochmal das hier. Leider auch nirgendwo oben an dich ran. Oh, so ein Mist. Das habe ich wieder gut hinkriegt. Na, ihr nehmt euch da beide nichts. Du oder Caro. Oh, jetzt war ich gerade da unten irgendwie. Ja, genau. Jetzt bin ich. Was war das jetzt gerade? Jetzt war ich gerade hier unten.
ja, genau sowas meinte ich. Und dann und in der Regel schaffst du es aber entweder oben oder unten durchzubacken, dass du das da wieder liegst. Also nur noch mal ein paar Mal probieren vielleicht. Also ein Problem ist es nochmal. Jetzt hat es ja tatsächlich kurz mal ganz gut ausgeschaut. Ah, jetzt hat. Und jetzt. Hi, der fliegt ja mal kurz runter und dann. Grad Hauren, danke schön. Schon seit 23 Monaten. Vielen lieben Dank und guten Abend. Danke schön. Ich komme da nicht raus. Decke reingepackt. Richtiger Klassiker. Super! Heieiei. Also was ich versuche, mal, dir so eine Kiste hochzukriegen. Dass ich ein paar Drogen da oben vielleicht habe. Einmal das. Und für die, also mit dem Hintergrund, dass du dich vielleicht mit dieser Kiste rauspacken kannst. Aber wie? Also, ja, jetzt habe ich so... Indem du dich auf die stellst. Zum Beispiel. Auf die Kiste. Zum Beispiel, indem du auf der rumläufst und so ein bisschen, weißt du, das Spiel, das machst, was man nicht machen soll. So auf der Kiste rumlaufen, vielleicht irgendwie sowas. Ich komme ja gar nicht auf die drauf. Auf der Kiste in den Mode machen oder so. Ich habe dir noch eine hochgestellt, vielleicht... Ja, ich sehe hier zwei Stück, aber ich komme ja gar nicht auf die drauf. Mein Oberkörper ist dann immer über dem Gitter und der Rest ist da unten. Ja, das ist gut, wenn das so ist. Und wenn du draufstehst, dann mach mal eine Maut. Ich glaube, ich komme gar nicht da auf die drauf, weißt du? Ich hüpfe da drauf, aber das geht gar nicht. Okay, dann so nah wie möglich an die ran und mach halt Maut. Vielleicht so, weißt du, so dass die zwischen, dass du zwischen ihr und der Wand liegst. So Mist. Ich gucke jetzt hier oben so raus. Ich will nur da unten. So. Das ist schon besser. Vielleicht kann ich dich oben rausholen. Moment. Weil ich gehe mal oben drauf. Ich tanze. Lustig. Irgendwo. Jetzt habe ich meine Arme gerade gesehen. Der versucht so da raus zu klettern. Oh, was ist jetzt? Oh, lol. Was war jetzt gerade? Das war eine Bombe. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Ja, da hat jemand eine A2-Bombe geworfen. Der konnte das Elend nicht mehr sehen. Ja, echt so. Ach Gottle. Hallo. Ja, cool. Also jetzt bin ich auf jeden Fall weg da, aber im Krankenhaus. Ja, ich bin auch tot. Wir sind oh, alle tot. Oh Mann. Alle, die draußen waren, waren tot. Wir sind tot. Naja, ich werde da eh nicht rauskommen, glaub, oder? Ja, schwierig. Ich bin im Knast aufgewacht, das ist. Ach so, wegen dem vorher da, gell? Nee, ich bin eben nicht im Knast aufgewacht, so. Ach so. Das ist das, ja, Gute. Dann passt's ja. In den Gürmix. So. Das war jetzt ganz toll. Dass da eine Bombe kam, ist sehr günstig. Das hat mir jetzt die Entscheidung abgenommen, was ich jetzt machen soll. Ja. Ich habe jetzt auch gar nichts mehr zum Anziehen. Ich habe jetzt nur dieses Krankenhaushemd. Oh. Naja, toll. Ja, ich auch. Aber eigentlich muss ich irgendwas anderes anziehen. Ich kann dir von Grimmax was mitbringen. Da treffen wir uns einfach wieder.
treffen wir uns wieder da. Wir treffen uns halt wieder da, wo wir vorher waren, oder? Sozusagen. Hallo, Kemoto. Das war die Rhetorik, glaubst du? Das könnte sein. Für das. Aber für wen? Wo? Das kann sein, für die, das, war, das kann sein, dass das der Typ war von vorhin. Gell, wo den du da vorher. Ja. Mhm. Das kann sein. Oh je, aber ich brauche jetzt erstmal hier eine Weile weg. Also ich brauche jetzt hier erstmal, um wegzukommen. Ach ja, das hat schon wieder gut geklappt, gell? Naja. Vehicles, your vehicle has been delivered to the following location. Das ist schon manchmal blöd, wenn man da einfach so festklemmt und dann mal wegkommt. Ja, das ist, da muss man bei Jump Drop ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf diese Kisten drauf geht. Das passiert okay. Dann ständig aus Versehen. Ja. Das ist halt doof, ja. Da muss ich nachher aufpassen. Ich hab die Banu Defender geholt. Jetzt müssen wir schauen. Ja, die ist gar nicht so schlecht. Mal reinkommen. Ja, hier wahrscheinlich. Ramp, ja. Ich guck nur mal gerade. Ich kann nur keine Waffen bringen. Ich hab nämlich selber Ohren. Ah, doch. Okay, da bin ich schon 100 Jahre nicht mehr geflogen. Da muss doch hier irgendwie vorgehen dann. Ah. Irgendwie verrückt aus. Wo ist denn das Cockpit? Ja, links ich mach erstmal hier zu. Links und rechts. Ja, geradeaus kannst du da gar nicht. Aha, okay. Ich hätte mir lieber was anderes nehmen sollen. Links und rechts hier? Wenn ich geradeaus gehe, dann kommt immer locked. Das ist jetzt auch schon wieder geil. Ach so, hier dann wahrscheinlich. Nee. Hä? Oh Gott, ich bin zu blöd. Das sind so zwei Türen. Ich kann das Stream leider, ich habe zu viel Delay. Das sind so zwei Türen neben dem Haupteingang. Links und rechts. Also ich bin ja eine hinten dazu diese. Ach hier, hier leuchtet was. Open Door. Nein, das ist schon mal die Rampe wieder. Das ist schon wieder peinlich. Okay. Also, ja, hier, links und rechts, hier ist was, ja. Aber ich kann doch hier nichts machen. Irgendwie komischen Ausbuchtungen. Ja, da musst du reinlaufen. Und da oben ist ein Sitz. Ach, oben? Hä? Also, wenn du reinläufst, dann ist da ein Sitz. Oder diese. Ach, wo du gerade hinguckst, da ist das Bett. Oder? Ja, links und rechts sind da doch nur irgendwelche so komischen Betten oder was? Wenn du Richtung Ausgang schaust. Das ist schon wieder so drauf. Links und rechts. Das sind so zwei Türen. Wo sind da zwei Türen? Hier, in der Mitte, da kommt immer locked, so. Weißt du? Und wo, rechts, links? Ja, hier, oder was? Ich muss ja irgendwie davor kommen. Ich muss gucken, dass ich... das Stream hängt bei mir ziemlich nah. Drück mal T, ja, toll. So, okay. Ach, hier! Jetzt ganz, da ist hier irgendwie was. Hier ist was. Da ist auf einmal so eine Türe offen. Jetzt hab ich's gesehen.
Ich muss aufs Klo mal lachen. Das ist schon wieder eine Glanzleistung. Ah, oh, wie schön. Wunderbar. Hier kann man nur mal am Montag sich so einen Arsch ablachen. Ihr denkt euch auch mal alle. Also, oh, schön. Ich mach das nicht mit Absicht. Die war da vorher wirklich nett, gell? Genau, nee, das war dazu. Nee. Das war total getarnt. Was soll das? Ich nehme nie wieder das Schiff. Ja. Um Gottes Willen. Besser gesagt, jetzt weiß ich's ja. Ist eine Tarntür. Oh. Ja, voll. Meistens ist die unsichtbar. Ja, vor allem links, rechts, da ist eine Tür. Nee, da waren nur so komische Betten. Ja, nee, das ist ja. Hast du gefunden, die Tür? Jetzt, das sitze ich, ja, jetzt sitze ich. Ja. Old Man, vielen Dank noch für deine Bits. Dankeschön. Danke. Auf das, dass ich das hier so drauf habe. Ach, schön. Ist doch schön, wenn ich euch belustigen kann. Und hallo, Brotsuppe. Gut. Okay. Oh, jetzt musst du eine Minute warten. Aber ich muss noch ein bisschen warten, bis mal die Tür auf ist. Mit meinem tollen Schiff hier rausfliegen kann. Das irgendwelche getarnten Türen hat. Ich mag ja eigentlich die Alien-Schiffe. Aber das ist. Thank you. And please visit again. Ich war schon ewig nochmal in dem. Guten Abend, yo. So, okay. Aber ich glaube, wir spielen mal schnell das Giveaway-Video ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo. Bleiben wir hier so stehen in der Luft einfach. Okay, bis gleich. Oh ja, mach doch, spring doch schon ja, Richtung Houston. Ja, könnte ich eigentlich auch, gell? Ja, weil wenn du da stehst, dann ist die Gefahr, dass irgendein Typ kommt und dich vielleicht wegmacht. Ja, das wär's ja wieder. Mhm. Da muss man wieder ein neues Schiff holen. Und wir haben doch gerade erst das Cockpit gefunden. Ja! Oh, wie bescheuert. Oh, schön. Ja, total schön. Voll schön, ja. Ja, ja, voll schön. Wunderschön. Ich finde das richtig schön. Ja, dann ist gut. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so todernst, gell? Hier. So. Also okay. Dann sehen wir uns jetzt gleich. Viel Spaß beim Giveaway-Video. So, Lola. Promise you will be alright, alright, alright. Yeah. You just gotta stay by my side, my side, my side. Never said it would be perfect. I know you think it's not working, but I swear it's gonna be worth it.
So, das sind wir wieder. Ich bin gerade wieder auf dem Weg zu den anderen mit meinem tollen Schiff. Wo ich jetzt genau weiß, wo die Türen sind. Du kannst dich mal an Thomas halten. Gerade, ich bin gerade auf. Nee, ich bin auf hinten. Okay. Ja. Aber witzig, ausschauen tut es schon, das Schiff. Halt wie so ein Krebs. Ja. Ne? Eine Krabbe. Du krebst quasi gerade durchs All. Ja, immer. Okay, so danach. Passt das jetzt eigentlich? Wo ist denn Captain Future zum Beispiel? Das ist eine gute Frage. Wenn ich zu Ra's al Ghul fliege, dann müsste es passen, oder? Der ist, glaub. Bist du da noch schon, oder? Ich hoffe mal. Also ich bin da gerade nicht, aber der Ruff. Vielleicht schreibt er. Gold Connors haben wir noch und Yoduka, da oben sind die. Yes. Ja, okay. Dann spring ich mal zu dir. Und Vögi. Aber der bewegt sich. Ra's al Ghul, du bewegst dich, aber ist irgendwo anders. Ich spring mal. Schau mal. Was soll schief gehen? Genau. Ich glaube, ich muss da hoch. Da ist auch Captain Future, sehe ich gerade. Und guten Abend noch, Tardiem. Alefans, habe ich schon Hallo gesagt? Oder bist du schon länger da? Oder? Falls nicht, dann sage ich jetzt halt Hallo. So, la. Okay. Wo sind denn die alle hin? Frage ich. Ja, schon hier. Ja. Ach ja, denk dir nichts. Ich rede manchmal einfach. Alles gut. Laut vor. Ich denke laut, sozusagen. Irgendwann bin ich jetzt dann mal da. Da fliege ich jetzt wieder ewig hin und dann passiert mir wieder irgendwas. Wetten? Mal schauen. Und Thomas ist, glaube ich, gerade gestorben. Oh. Schau mir nochmal die Krabbe an. Das ist ein geheimes Schiff, mit dem kann nicht jeder fliegen. So, der Alarm. Okay. Das hört sich also cool an, wenn man mit dem fliegt. Finde ich. Ja, der hat so coolen Ton. Ja. Also solltest du da sicher sein. Halte ich am besten bei Cold. Ich schau mal. Wieso ist das so dunkel? Es liegt an der Uhrzeit. Oh, nee. Da doch jetzt. Ja, ich mag das nicht. Cold Connors? Der fliegt jetzt irgendwo da hoch. Klar. Der ist jetzt aber gerade weggeflogen frei. Oh, dann repariert er gerade. Ich flieg zu den anderen da. Ja, dann genau. Ich wusste nicht, dass der noch da sein kann.
contact. Das hat er nicht gesehen. Da ist jetzt aber irgendwie schon irgendwie so was Rotes. Oder? Kann sein, dass es eine von uns rot ist. Das ist auch möglich. Sowas von dunkel. In der Außenansicht, dass ich hier nur so einen hellen Fleck. Was Sensorping? Na, wenn du. Wenn du V gedrückt hältst, dann hast du, dann tust du so ein, zwei Sekunden, dann loslässt, dann tut das so ein Ping ausstrahlen, oder siehst du den Boden. Ah, so scannen. Genau. So ähnlich, oder? Ah, du stehst auf dem Kopf, genau. Ich stehe auf dem Kopf? Mhm. Hä? So, okay. Jetzt passt's. Schau, sie so eine Fliege. Die ist aber eine Krabbe. Mhm. So, okay, wo quetsch ich mich da jetzt hin? Schauen wir mal, das ist blöd mit den ganzen Bäumen da immer. Aber ist ja eigentlich egal. Bei mir laden wir eh nichts ein, oder? Da passt eh nicht viel rein. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie so ein geheimes Fach hier drin. Neben der geheimen Tür vielleicht? Was machen die eigentlich nee, da, die ist, zwei? Da vorne? Da ist nur eine andere geheime Tür. Was machen denn die da vorne? Sind zusammengeflogen? Nein, nein, ich schlag doch nicht auf, Ra's al Ghul. Also, ich lass mal ein bisschen so. So. Kann der jetzt da mit seinem Hemdchen rumlaufen oder ist es dem dann zu kalt? Jetzt schon. Hm? Meint? Das geht? Ja, das ist, es geht. Du, da ist Sauerstoff. Du hast, solltest ja keine Probleme haben. Jetzt muss ich wieder irgendwie raus. Okay. Raus ging schneller. Das Gruselschiff. Schnell weg. So sehe ich gerade aus. Mit schickem Käppchen. Das obere Schiff hat euch weggebombt und das untere keine Ahnung. Aha, okay. Ich renne mal mit meinem Nachthemd durch den Wald. Ja, überall steht hier was rum. Ich muss gerade noch tanken und dann. Ja. Bin ich auch wieder da. Okay. Oh, ja, die haben schon ein paar Pakete jetzt eingeladen. Ich habe jetzt Angst, wenn ich wieder dahin gehe, dass das wieder passiert. Guck einfach, dass du auf keine Kiste drauf läufst. Ja, okay. Ich gebe mir Mühe. Oh Gott, sind da viele Kisten. Oh nein, ich bin gestorben. Wie hast du das jetzt gemacht? Oh, ich hatte doch ein dummes Missgeschick und ich war gerade blöd. Ich war vergessen, dass ich Crypto 3 habe und wollte halt bei einer Station zwischentanken. Mhm. Und die Station, ich war wohl der Erste bei der Station, weil ich konnte ganz entspannt landen auf dem Pad und so. Und dann hat die Station realisiert, dass ich da bin. Und dass ich ja da nicht sein sollte. Ja. Und ja, dann hat sie angefangen auf mich zu schießen. Oh, ich atme gerade komisch. Ich glaube, ich bleibe lieber in dem Schiff.
Jetzt hab ich nichts anzuziehen. Du kannst mal schauen, ob deine Leiche irgendwo liegt. Dein Todesmarker, ob der irgendwo ist da. Da muss das ich ja dann so wieder da hoch. Rotes Kreuz. Ja, das könnte sein, dass der auf dem Dach liegt. Da will ich nicht hin. Ja, kannst du außen rumlaufen. Ist ja auch ein legitimer Weg, aufs Dach zu kommen. Echt? Wie komm ich da hoch? Über die Container, aber schau erst mal, ob dieser Marker da ist. Nicht. Bestimmt nicht. Vielleicht liegt meine Leiche da oben noch. Geh mal links rum, nicht rechts rum, sondern links rum. Mhm. Da müsste ein Container sein, wo du auch auf das Dach hochklettern kannst. Schau mal. Ja, da muss ich halt dann irgendwie so ganz außen rum, oder? Halt hier so. Ich schau mal, ob das funktioniert. Eigentlich nicht diese Container, wo du jetzt da, ich weiß nicht, wie agile ist, die da gerade sind, wo du kannst da nicht drauf springen. Wenn du vom Eingang stehst, links, die da sind, genau. Ich bin jetzt einfach mal da irgendwo drauf gesprungen. Ja, genau, das ist perfekt. Aber ich komme jetzt auf und da wenn du dich jetzt. Nee, lauf mal die Rampe hoch, die da war. Quasi nicht den gecheateten Weg. Also ja, da wäre theoretisch deine Leiche. Rampe. Ah, hier. Mhm. Und guck mal, ob da vielleicht irgendwo meine Leiche liegt. Muss irgendwie so ein rotes Ding sein. Ich schau mal. Ah, da lag gerade eine Leiche hinter dir. Echt jetzt? Aber die. Yeah. Hä? Kurz vor der Rampe. Oh! Stimmt, aber die hat irgendwie auch nichts an. Nee, aber das sind so Pakete. Ja, ich guck mal. Genau, guck mal, ob da irgendwo ein anderes Suit liegt. Ja, ich glaube, da steht da zumindest drauf. Oh, was ist jetzt? Moment. Nein, nein, nein. Dann musst du dann den Kittel dafür ausziehen. Jetzt habe ich es in der Hand. Moment. Mal hinlegen. Ach so, stimmt. Das kannst du einfach auf den Boden ziehen, den Kittel. Naja, das tun wir mal dahin. So. Okay, mehr nicht. Ja. Okay, da drüben scheint ein Helm drin zu sein und da ein anderes Suit. Quip. Und so meine Reste. Jetzt hab ich's an. Ich hab den voll übersehen da in der Ecke, den Typ. Den alles gut, der lag auch. Ja, da lag da so versteckt. Genau. Das ist auch gar nicht meine Leiche gewesen. Das heißt, meine Leiche liegt da vielleicht noch irgendwo rum. Mhm. So, jetzt liegt da ein bisschen anders. Kann ja nicht sagen, wo. Keine Ahnung. Ja, cool. Dann habe ich jetzt zumindest was an. Das ist doch schon mal super. Immerhin. Ich meine, du kannst da, guck mal da, wo du am Anfang hingelaufen bist, neben die Rampe, lauf mal da nochmal hin, aber nur bis zu der Ecke. Weißt du, was ich meine? Die Rampe hier. Genau, und am Anfang bist du ja neben der Rampe, da hast du ja versucht, ja? Da drüben lang, lauf da nochmal hin, da war nämlich eine Waffenkiste in der Ecke hinten. Da kannst du mal schauen, ob was drin ist. Und nochmal zurück. Hä, aber da bin ich ja vorher gar. Hä, wo bin ich denn? Das war bei dem Geschütz. Du musst nur bei dem Du musst quasi vor bei dem Geschütz. Hier bin ich. Was? Und da war irgendwo so eine Kiste? Genau, hinten in der Ecke. Ich habe wahrscheinlich gerade ein bisschen Delay. Hinten in der Ecke war eine Kiste, eine Waffenkiste. Das da. Das Grüne. Ja, jetzt habe ich. Ich glaube, ja. Ja, ich hab's. Ja. Ah, ja. Ja, vielleicht ist da was Interessantes drin, was du mitnehmen kannst. Ja, das sind zwei Waffen. Ah, du kannst die untere. Die obere, die eine ist ein Sniper. Die andere nicht. Du kannst nicht. Ja, genau, das ist der Sniper.
Doch, das hat jetzt hat funktioniert. Ah, genau. Okay, perfekt. Mit Doppelklick natürlich. Das Hinziehen natürlich. War nicht gut. Das war nicht gut. Okay, gut. Ja, die Munition kannst du aber nicht mitnehmen, weil du hast keine Rüstung an, der interessiert hat. Die ist jetzt auch verschwunden. Die habe ich, glaube ich, schon mitgenommen. Das Medical Attachment, das kann ich nicht mitnehmen. Das andere, das habe ich wohl schon irgendwie jetzt mitgenommen. Okay. Ist egal. Hm. Hallo Beerman. Also ihr habt gerade wen abgeschossen. Vorsicht vor Überlebenden. Okay. So gut, dann gehen wir wieder runter. Jetzt hätte ich ja wieder alles, gell? Also bis auf natürlich den Traktor-Dings. Genau, aber jetzt hast du schon mal das schon eine Waffe, die kannst du mal in die Hand nehmen. Da siehst du schon mal gefährlich aus. Dann habe ich sie gleich griffbereit. Wenigstens. Genau. Hm. Das ist, glaube ich, eine Schrotflinte übrigens, ne? Ah, nur 16 Schuss, das ist viel zu wenig. Na, aber du hast ja nochmal 16, also hast einzige 1, 32. Ja, okay. So, aber ja, ich trage jetzt halt mal nur ein Paket hier rum, oder? Was kann ich sonst hier noch so machen? Hm. Du kannst nach weiteren von diesen Kisten suchen. Welche meinst du? Diese kleinen Waffenkisten, wo du gerade die Waffe hier hast. Ach so. Da liegt manchmal auch Rüstung und so drin. Vielleicht kannst du eine Rüstung zusammenbuchen. Was ist das eigentlich? Carry. Das ist Material. Hm. Oh, ich finde das doch nicht. Das kann ja überall sein. Mhm. Brauche ich unbedingt eine Rüstung? Nö, nicht unbedingt. So ein Traktorstrahl wäre was. Ja, das wäre tatsächlich was. Das wäre noch gut, aber ja, die Rüstung. Vielleicht findest du ja irgendwo noch eine Leiche rumliegen. Hm. Und da hat jemand eine. Ist auch immer möglich. Auf jeden Fall stehen hier viele Schiffe rum. Ja, guck mal, das war zum Beispiel die Duca seine C1. Von vorhin. Mhm. Ist irgendwie kaputt. Die ist ein bisschen, ja, die hat es nicht so ganz überstanden. Aber ich finde hier wahrscheinlich jetzt eh nichts. Ich glaube, die Vitelli steht noch da, oder? Hm. Da müsste noch die Kiste drin sein, wo die Waffe drin ist. Da ist vielleicht auch noch, da ist doch noch der Tractor-Beam drin, den du vorhin eingelegt hast. Hab ich da denn rein? Ach nee, die ist. Ja, wir haben doch vorhin aber die ist, glaube ich, weg, das Schiff. Wahrscheinlich. Weil die Kiste müsste da eigentlich auch noch liegen. Hm. Weil die geht nicht kaputt. Hm. Also wenn du magst, kannst du danach suchen gehen. Ja, wo war das denn? Ja, das ist eine gute Frage. Das müsste eigentlich bei deiner Defender in der Nähe gewesen sein. Meins. Ja, das lag, also die C1 lag ja in der Nähe. Also er hat ja damals noch in der Nähe. Ach nee, Raphael, gut, bringt mir seinen. Ich muss den mal lesen. Oh. Das ist aber nett. Hast du zwei? Muss ich mal gucken. Und Vater und Sohn zocken will noch einen Überraschungssound. Was nehmen wir denn da? Juhu, da ist mein Traktor. Drei. Danke. Das ist sehr nett von dir. Oh, sogar eine Roten.
Ein wahrer Gentleman, oder? Aber heftig, ne? Was nehmen wir denn hier? Ich bin überrascht. Moment, Moment. Was willst du denn? Ich hätte hier unseren, was das war, unser einen, ach der, genau, der Rock Sound, das war doch immer der beliebte. Probieren wir mal. Genau. Ich habe schon so lange nicht mehr gehabt. Okay. Was hast du gesagt? Ich habe nur gerade gemeint, was ich jetzt vergessen habe. Moment. So, Dola. Was hast du genau, vergessen? Genau, es ist auch immer ganz. Es ist aber ganz entspannt, wenn Jumptown mal ein bisschen was, also ein bisschen ruhiger ist, wenn man ein bisschen Atempause hat. Ja, das sind es zum Glück gar nicht so viele, die einen irgendwie abschießen. Ja, das kommt oft kommt es in Wellen so. Mhm. Die Leute sterben, kommen da wieder, sterben wieder, sind dann sauer, kommen nochmal wieder und sterben wieder. Oh oh. Und auch halt jedes Mal die beiden. Wo sind denn jetzt die anderen so? Ah, da hinten. Oder? Kannst du nicht mal, kannst du, verfolg doch einfach mal den Luca. Häng dich ja einfach an seine Ferse. Ja, ja, genau. Der ist hier irgendwo. Und lass ihn nicht los. Der freut sich. Ja, genau. Bestimmt. Doch, der springt bestimmt im Salto vor Freude. Ja, ja. Das kann man hier gar nicht, gell? Ein Salto-Emote gibt's nicht. Nee, noch nicht. Kommt bestimmt noch. In jedem guten Spiel muss man Salto machen können. Also jetzt ist er gerade an mir vorbei. Schau, der ist hier einfach gerade nur an mir vorbeigerannt. Boah. Was machen die denn jetzt hier? Jetzt suchen sie hier irgendwelche Pakete noch, oder was? Ah ja, genau, hier kommt jemand raus, okay. Moment. Da drinnen kannst du übrigens auch nach Kisten gucken, zwecks Waffen oder so. Oder andere. Ja. Der Horistas wird das bestimmt immer gut finden. Oh ja. Der Horistas wäre schon dreimal durchgelaufen. Du meinst Lutristas. Ja, genau. Vater und Sohn zocken, war das die richtige Musik? So, wie kommt da jetzt ein Paket raus? Wie lange dauert das? Ich glaube etwa nach irgendwie. Ah, jetzt. Okay, dann nehme ich das einfach hier so mit. Irgendwie. Jetzt ist der Schrank wieder zu. Ja, du musst den rausnehmen. Hilfe! Habe ich. Oh Gott, was habe ich jetzt für einen komischen Mode hier? Moment, nochmal. Jetzt komm raus. Jetzt komm raus. Okay, gut. Ich hab's. Oh Gott. Wie trägt man das so am besten? Tu es mal am schönsten. Wieder von dir, ein bisschen wieder von dir weg, wenn du es nimmst. So. So, dass es ein bisschen vor dir steht und nicht ganz genau vor dir, genau dran ist bei dir, weißt du? Wo ist das hin? Ja, zum Drehen, da solltest du es zu dir ganz ran nehmen. Jetzt ist verschwunden. Shit. Nee, das ist auf der anderen Seite. Lauf mal ein bisschen vor. Das ach, ist da. Da noch. Oh Gott, oh Gott. Zum Drehen okay, schon also, ganz da ran nehmen, aber wenn du. Ja, du machst, und wenn ich gerade laufe, dann. Ja, das ist aber auch nicht so einfach, finde ich. Oder? Wenn man es jetzt so oft macht. Ja, einfach nicht so nah, nicht einfach so nah dran, dass er, dass, wenn du nach vorne läufst, dass er dann die Waffe hochhält, sondern genau so, wie du es jetzt der Ausgang, läuft. Der ist ja jetzt total voll mit den Teilen. Ja, schmeiß die einfach damit hoch rein. Hier auf den Haufen.
Ja, einfach oben auf den Raum. Und wer trägt das alles weg? Das macht die Duke. Ich weiß nicht. Der komplette Ausgang ist schon voll. Also ich glaube, da muss man nichts Neues mehr hinstellen. Oder? Hier liegt nur eins, das nehme ich jetzt. Also wenn du motiviert bist, kannst du anfangen, das Zeug, was da liegt, in die Schleuse reinzuladen. Mhm. Ja klar, bin voll motiviert. Ich würde dir, würd dir aber den das kann sich nur um Stunden handeln. Ich würde dir aber den Tipp geben, geh lieber von außen in die Schleuse rein und versuch nicht da durch die Kisten zu gehen. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt wieder außen rum. Ich muss gucken, wie ich da eigentlich wieder... Jetzt muss man schauen, wo ich da wieder rausgehe. Ich glaube, du kannst die Ducke hinterherlaufen, oder? Der will doch nochmal so neue... Nee, der holt sich, glaube ich, nochmal so ein Paket. Achso, der will noch mehr holen. Weißt du? Ja, da schau. Ist, ja, stimmt, der hat noch nicht genug, obwohl das hier schon bei Lego verstopft. Du bist mal da raus. Der vertraut darauf, dass du die Schleuse befüllst. Aha, dass ich dann das da alles reintue nachher, oder was? Wo ist er denn jetzt eigentlich im Sprung? Die andere Seite gerannt. Zwei Automaten immer. Ja, der rennt da immer hin und her, genau. Das zieht nämlich hier auch wieder ein. Oh Mann. So, okay. Aber also alleine bist du doch da aufgeschmissen, oder? Ist alles dann weg zum Tragen? Mhm, das dauert eine Weile. Soll man da stapeln? Oder ich gehe jetzt wirklich mal raus. Hier ist jetzt wieder ein Päckchen. Das hol ich jetzt auch noch. Ich übe Laufen mit Paket. Dann bin ich schon beschäftigt. So, hier geht's raus. Jetzt muss ich mir das mal von der anderen Seite anschauen. Irgendwo davor muss ich. Wo ist denn das, wo ich da hinten, wo wir die jetzt angehäuft haben? Die andere Seite. Ja, irgendwo da hinten. Hier wahrscheinlich dann. Kommt da gerade eine Nein. Ah, vielleicht. Ich mach mal da die Tür auf. Jetzt bin ich wieder auf so ein blödes Paket, glaub, draufgegangen. Aber nee, es ist nichts passiert. Nichts passiert. Nee. Oh Gott. Ja, das ist auch nicht so einfach, gell? Die liegen ja überall. Mhm. Hm. Deswegen sage ich ja, das passiert definitiv immer wieder. Ach, ist ja hier. Ja. Ist aber blöd, dass man dann da auf einmal unter der Decke hängt. So. Oh, so schaut es jetzt aus. Oh mein Gott. Wer soll das jemals wegräumen? Hast du es gerade gesehen, oder? Ist das normal? Dass es so viele sind oder dass die Tür zugeht? Nee, dass es so viele sind. Ja, das ist normal. Aber hier ist ja gar niemand, der die wegtut. Außer mir, hier ist er. Ja, der Rest verteidigt gerade.
Ist da gerade jemand? Quasi. Das weiß ich nicht. Das hörst du vor Ort besser als ich. Ich hab nichts mitgekriegt. Aber das will ja nichts heißen. Ja, die Schleuse sind ja mehrere Kilometer weg. Also erst muss man die jetzt in die Luftschleuse machen, oder? Die Dinger. Ja. Also du musst nur zu der Tür hinlaufen, dann geht die wieder auf. Jetzt hast du gerade die andere Tür aufgemacht. Oh. Alles gut. Oh, kann man da auch mehr nehmen als nur eins? Und kann man die nicht gleich direkt rauslegen? Müssen die jetzt erstmal in den Zwischenraum? Das ist ja total. Das ist schon ganz schön anstrengend, oder? Oh Gott, oh Gott. Yoduka, jetzt brauchen wir, glaub, keine mehr. Bin dann wahrscheinlich mache ich das jetzt so schlau, dass ich dann hier gefangen bin, so zwischen den Paketen. Ja, läuft jetzt hier vorne und hinten passiert. An? Ja, genau. Dann komme ich nicht mehr raus. Das passiert am besten. Oh Mann. Aber da kann man seine Tetris-Fähigkeiten üben. Mhm. Ja, bei mir passt es nicht. Da fliegt alles irgendwo rum hier. Da wird mir jetzt der Horist das wieder schimpfen. Wir haben nämlich mal Kisten gestapelt. Halt so große. Oh. Ja, das muss dann schon seine Ordnung haben. Was macht ihr da? Erstmal hallo, genau. Hallo Eko. Wir tun hier gerade Pakete. In den Zwischenraum, in die Schleuse und dann nach draußen. Ich könnte jetzt auch mal anfangen, die nach draußen zu tun. Theoretisch. Ja, die ist doch noch nicht mal halb voll, die Schleuse. Ach, Hauptsache, ich bin beschäftigt, gell? Mehr Arbeit, okay. Ja, wir spielen hier Tetris. Die anderen können ja helfen kommen. Ja, da ist ja irgendwie niemand. Bin hier voll alleine. Na, guck du, Yoduka kommt doch. Was macht ein Kondo? Wieso fragst du das? Ja genau, Drogen. Naja, verticken tun wir hier nur gar nichts. Wir tun ja hier nur umschichten. Wir machen Lagerarbeiten. Ah, nein. Er hat gerade links auf der anderen Seite. Hm? Was? Er hat gerade die Luftschleuse der Yoduka hat gerade aufgemacht auf der anderen Seite. Achso, deswegen geht die wieder zu. Ja, das ist eine Luftschleuse. Ja, okay, lädt es aus. Ja, fein. Ja, fein. Und wenn ich jetzt aber drücke, dann geht seine Seite wieder zu, oder? Dann geht seine Seite wieder zu, ja. Das ist ja blöd. Dann warte ich mal. Beziehungsweise, dann helfe ich mal mit einladen. Ich mache nee, auch okay, jede Schleusenseite hat einen Arbeiter, das passt. Ach so, meinst du? Kann ich mich jetzt zurücklehnen eigentlich? Oh nein! Ups, ich mache hier Mist. Ich habe das gerade daneben geschmissen. Scheiße! Wir haben eins verloren von den Millionen hier. Das tut mir schrecklich leid. Also, wie weit muss ich das eigentlich mal reinmachen? Irgendwann wird das dann so rot. Soweit bis es drin ist. Das reicht. Guck, ist drin. Schön gestapelt sogar.
Ich sehe nur noch Kisten. Ich träume halt von so Kisten. Oh Mann. Okay, das ist auch drin. Was waren die meisten, die ihr da rein habt? Habt ihr da mitgezählt? Boah, nee, die Anzahl weiß ich noch. Was wir rausgeholt haben. Halt die Summe dann, gell? Genau, der größte Einzelverkauf, glaube ich, war bei 1%. Okay. Aber wie viele Päckchen das nachher sind. Oh. Kann man runterrechnen. Es ist gerade wieder eins verloren gegangen, glaube ich. Hat aber keiner gesehen. Nur an dem Stream. Ach was, die sind alle so beschäftigt. Was, das Brotregal muss aufgeräumt werden? Wieso? Okay, cool, jetzt sind hier vorne keine mehr, jetzt machen wir wieder auf. So. Wer tut das da drin ja eigentlich nochmal schön stapeln? Niemand, gell? Ich glaub nicht, ne? Oh, du warst so langsam für Yudoka. Ja, die haben wir wieder ausgesperrt. Aber du kannst einfach aufmachen und reingehen, dann müssen wir mal wieder recyceln. Dann ärgerst du ihn aber. Tut mir leid. Ein bisschen lahmarschig. Ich bleib jetzt einfach hier so stehen. Ich glaube, das ist besser so. Ich glaube, so stehst du im Weg. Oh nein! Ich mach mich unsichtbar. Kannst du mir helfen? Ja, ich helfe jetzt hier auf der Seite. Oder was? Jetzt macht er wieder die Tür auf. Okay, gut. Dann machen wir das. Oh, nimmst du das? Nee, ich nimm's. Gib mir das Paket. Ach, jetzt ist die dumme Tür wieder zu. Okay, ich warte wieder, was er macht. Ach, schön. Okay, wir machen jetzt erstmal wieder hier den Zwischenraum voll, gell? Gut. Das ist gerade irgendwie auf dem Boden abkaut. Wie viel tun wir da so im Zwischenraum? Na, ich warte so lange, bis er. Was er tut dann. Bis er vorne wieder aufmacht. Ja. Das sieht so aus, als hätte Yudoka einen Plan. Voll! Wenigstens einer. Aber krass, die gehen eigentlich schon schnell weg. Vorher sah das so viel aus. Gell? Okay. Ja, ich hab gedacht, das bringt man ja nie weg. Voll das Arbeitstier. Ja, mit der Teamarbeit klappt das. So, aber ich glaube, jetzt müssen wir auch mal wieder vorne aufmachen, denke ich. Oder? Ja, das macht ja auch mehr Spaß als nur alleine da. Die
Pakete da rumtragen. Ich glaube, er will jetzt alle. Ich sehe schon einen von euch beiden durch die Decke backen. Ja, ich glaube auch. Weil irgendwie wird es jetzt ein bisschen zu hoch, gell? Und dann, wie wollen wir dann das da raus tun, frage ich mich schon. Naja, keine Ahnung. So, okay. Wir gehen jetzt einfach auf die andere Seite wahrscheinlich wieder. Und holen es dann da von vorne raus. Mach doch. Du könntest einfach rumladen. In dem anderen. In dem Ding. Und dann. Und dann von der anderen Seite. Auch von der anderen Seite. Ja, aber da kommen wir ja dann. Ja, aber da kommen wir ja nicht mehr durch, da ist doch der ganze Stapel. Aber du kannst es rausschieben. Die Luca hat ja, die Luca hält ja die Tür auf. Dann holt der es von vorne raus und ich, Du quasi von hinten, ja. Du es rausschieben. Ja, aber wenn er macht ja die Tür auf, dann geht meine zu. Dann muss ich halt mich reinstellen. Ja, jetzt, genau. Ja, jetzt warst du so langsam. Also dann, wann ist der beste Moment, um aufzumachen? Also, echt. Das ist jetzt, du fragst jetzt gerade, wann ist der beste Moment, um den Luca zu ärgern? Oh. Ich weiß nicht, ich kann das ja nicht beantworten. Ach, ich ärgere den doch nicht. Jetzt geh halt auf, du Türe. Tut mir leid, ich muss jetzt mal schnell da rein. So, ich will dir ja nur helfen dann. So, okay, jetzt stehe ich da. Jetzt muss er halt wieder aufmachen. So, okay. Hallo Wolf. Und Dankeschön. Seit 3 Monaten. Danke dir. Danke, danke, danke. Die Nicole, wer soll das dann sein? Das ist so ein Insider. Weiß nicht. Okay, wie kann ich jetzt hier helfen? Die Sachen nach vorne schieben, bissle? Nee, ich kann die ihm da so hinlegen. Sicher, geht es soweit? Ja, klar. Ja, klar, meinst du? Bin mir da nicht so sicher. Schau, das ist jetzt wieder irgendwo. Das ist jetzt irgendwo schon wieder verloren gegangen. Nee, ich tue die lieber da vorne hin. Ja, du musst du treffen. Dann kannst du Yoduka reintun. Ja, musst du treffen! Das geht nicht so gut, weil da ist dann auch noch so eine komische Wand dazwischen. Ich tue ihm zuarbeiten, also ich assistiere. Schau, das mache ich doch ganz schön, oder? Das ist eine super Assistenzarbeit. Oh nein, das ist jetzt hier im Weg. Oh, der ist irgendwie zu schnell. Ich glaube, dein Arbeitgeber ist mit deiner Assistenzarbeit nicht mehr zufrieden. Ich glaube auch, der wird jetzt gleich angepisst. Ja, der macht schon alles selber. Es tut mir leid. Ich muss auch mal wieder welche reinbringen hier. Hier fliegen die Pakete. Oh. Was ist jetzt passiert? Ja. Oh, ich glaube, das ist voll. Okay, dann können wir jetzt in Ruhe nicht das Fort noch. Sozusagen. Ja.
Und jetzt dort flitzt er wieder weg und tut dann wieder hin und her rennen und die Pakete da vorne hin, oder? Ja, genau. Ja, genau. Das ist halt so, das ist halt der Job bei Jump Town, wenn es ganz entspannt ist, ruhig. Eigentlich schon, gell? Was? LMA. Ach so. Okay. Was sagst du für Sachen, Wisschen? Sagt mir doch nicht. So, da, okay. Geh ich auch mal wieder. Vielleicht will Yoruka das ja alleine machen. Nö, ich glaube nicht. Meinst du, er freut sich? Also, ich denke, freut sich, ja. Oh Gott. Also das mit dem Laufen, mit diesem Paket, ist irgendwie nicht so meins. Ja, du musst das Paket weiter weg, du von dir, ja, wenn du läufst. Das ist nicht ganz genau bei dir. Probieren wir nochmal. Du kannst damit schon ein bisschen wahllos umgehen. Ich gehe doch nicht wahllos um. Na doch, kannst du bitte ruhig. Die hebt was ab. Ich warte jetzt einfach immer hier vor dem Teil. Die Kiste versteht das. Die nimmt sie nicht übel. Gut. Ich fände es cooler, wenn man da mehrere gleichzeitig nehmen können. Ja. Das wäre echt cool. Naja. Aber dann wären wir ja nicht so lang beschäftigt. Ich brauche ja eine Aufgabe hier. Hallo Duke Skywalker. Und die Klappe hier könnte schneller aufgehen, gell? Froh, dass sie jetzt wieder aufgeht, wenn du die Kiste drin vergessen hast. Früher ging sie nicht auf und dann waren danach zwei Kisten drin. War halt auch nur eine. Die andere ist dahinter weggebrannt. Ach so. Also sie üben selber noch. Wie geht denn das wieder gerade hier? Wie geht denn der wieder gerade? Du drückst halt Q und Q und E. Ja, genau. Wie geht denn das? Nach rechts ist E. Ja, ja. Je nachdem, aber was du weghaben willst, drückst du einfach nochmal die Seite. Also im Endeffekt nochmal Q und E. Ah. Danke. Wurde der Sound vom Multitool geändert? Irgendwie klingt das Ding wie der Staubsauger der Teletubbies? Ich weiß nicht. Das muss ich hier die Multitool-Expertin. 21 oder 23 wurde der Teletubbies-Test. Da kam der neue Ton rein. Der ist doch total cool. Ja, der neue hört sich besser an als der alte. Hallo, wieso läuft das jetzt? Wieso läuft der jetzt so lahm? Zeitlupe. Du tust wahrscheinlich das. Du hast die Entfernung mit dem Mausrad eingetreten, ne? Jetzt geht's wieder. Okay. Was macht eigentlich Yoruka gerade? Ah. Schon da. Okay. Der chillt auf der anderen Seite. Der macht nichts. Der chillt. Ja, der steht da, gell? Nein, nein, ich habe mir nur gerade gedacht. Der chillt da ein. Ich glaube, der tut sich die erstmal da hinlegen, oder? Und dann nimmt er sie mit. Der hat da so eine eigene Technik.
Na, der YouTuber hat auch schon gut seinen Namen. Ja, voll, der macht das ja öfters hier. Also, jetzt habe ich wieder das Paket und dann läuft der wieder so lahm. Keine Ahnung. Wenn ich es dann nicht mehr habe, geht's. Naja. Scroll mal mit der Maus jetzt nach ganz oben. Einfach mal. Ja. Okay. Ja, vielleicht ist es gleich weg. Vielleicht ist es dann jetzt weg, wenn du das nächste Mal die Kiste nimmst. Ah ja, jetzt passt's. Mit dem Mausrad tust du neben der Geschwindigkeit, neben der Entfernung von dem Gegenstand auch die Geschwindigkeit von deinem Schritt einstellen. Und wenn du aus Versehen nichts ausführst, also kein Gegenstand im Traktor hast und dann halt nach unten scrollst, dann scrollst du halt deine Geschwindigkeit runter. Mhm. Okay. Deswegen dann ist, war das ja mit dem Mausrad. Ja. Okay, danke. Was macht ihr da draußen gerade so? Ich sitze im Knast. Achso, stimmt. Wie lange muss ich da noch sitzen? Naja, ich kriege ja keine Mission. Und er sagt mir noch 2 Stunden. Oh, cool. 1,8 Millionen aus Tamtown verkauft. Oh, voll gut. Mhm. Welche Elfriede-Wisschen? Aber ich laufe jetzt halt hier nur hin und her und tu das dahin, gell? Voll spannend. Kannst du ruhig, wenn du willst, aber raus rumgucken. Bist du draußen die Lage aus? Oder ich tue schon mal wieder ein paar so in die Schleuse rein. Guck hier. Hier hat er, wo du kannst die ganzen Pakete hin erstmal. Und dann tut er die anscheinend da so rüber. Ja. Ich muss mal hier noch wieder frische Luft schnappen. Aber langfristig ist es tatsächlich so in Star Citizen. Jetzt machen wir das mit kleinen Drogenpaketen. Mhm. Aber das wird die Zeit kommen, dann machen wir das mit allen Paketen. Also alles, was wir irgendwie ins Schiff laden möchten, müssen wir dann auch per Hand verladen. Oder eben auf ein Fahrzeug laden, das Fahrzeug da reinfahren. Vielleicht dann langfristig dann eben noch NPCs engagieren, etc. Die das einladen. Ja, das wäre auch praktisch. Aber das wird halt nur größer dann. Das wird schon lustig. Wieso kann ich denn jetzt das hier zum Beispiel, komisch, das Paket hier nicht nehmen? Ist irgendwas umgeschalten? Nö. Oder? Kommt jetzt immer so ein roter nicht. Strahl raus, kein grüner. Stehst du noch in der Tür drinne vielleicht? Stehst du irgendwie komisch? Ja, ich stand. Ja. Ich stand anscheinend komisch. Ich bin bloß weiter vor, weil dann geht's wieder. Ja, das ist, wenn man in der Tür drin steht, ist es manchmal. Warum auch immer. Ist hier irgendein Schiff, wo wir das einladen können schon? Gerade nicht, wie es aussieht. Okay. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, als das jetzt halt herzuräumen alles. Dann räumen wir halt noch ein bisschen. Das Schiff kommt gleich, okay. Oh, da kommen wieder Pakete geflogen. Dann kommt ein Paket geflogen. Ja,
Salvage Gameplay machst du theoretisch auch das gleiche. beim Schrotten. Beim verschrottenen Schiff. Da ist ja, das, genau, das musst du dann so abtragen da. Ja, da tust du, also da ist eigentlich das Verschrotten des Schiffes zeitmäßig. Der Anteil des Verschrottens des Schiffes ist zeitmäßig eigentlich der geringste. Die meiste Zeit bist du eigentlich damit beschäftigt, die Frachten zu laden. Ja, und das dauert halt recht lang. Aber es geht tatsächlich. Teilweise, oder? Ich sag mal, bei dem Reclaimer, wenn man da ein bisschen geübt ist, dann macht man das schon ganz gut. Ich sehe nur noch Pakete. Ja, du wirst halt nach dem Paket drauf. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, da entwickelt sich keine Phobie vom Posten aus. Okay. Ja. Ups. Das sind die Männer, die Pakete bringen. Oh Gott. Ja, solange ich sie nicht tragen muss. Der darf sie dann tragen. Das macht mir nichts. Das muss alles Cargo tragen. Der könnte mit so einem Forschungsfenster ja auch mit so einem Multitool jedem sofort die Brusttür schmeißen. Das wäre auch cool. Das wäre praktisch, ne? Ja. Verstehe ich gar nicht, warum sie das nicht heute schon machen. Irgendwann mal. Irgendwann. Da lebt man nochmal. Oh, da will ich schon noch leben. Ich glaube, das dauert zu lange, aber. Ich will nicht immer, dass alles nach unserer Zeit ist. Ja, aber. Will ich schon noch leben. Du würdest gern hier so bei sowas hier wie in Star Citizen rumrennen. Irgendwann mal. Das ist schon lustig, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall witzig. Vielleicht nicht ganz so verbuggt, aber wäre cool. Mhm. Oh, dann würde ich aber keine Pakete tragen wollen. Naja, also. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Es gibt ja sogar die Paketmission. Da lernt man Louis Rose kennen. Ich mag lieber Nüsse in der Schokolade. Hä? Was, wie, wo? Ein bisschen. Bleibt jetzt mal da die Tür auf. Du kannst dich jetzt im Gefängnis chillen und ich arbeite hier. Ja, da kann ich jetzt ja auch nichts dafür, ne? Ja, das war schon mit Absicht gemacht. Dass der Typ da vorhin einfach kam, konnte ich ja nichts dafür. Ja. Ja, der war ja auch echt bescheuert. Missgeschick. Ja, ja, ich bin da gerade nur geflüchtet. Nee, ich habe ja gesehen, dass er da auf dem Schiff oben ist und ich habe mir dann die Luke aufgemacht und habe ihn erschossen. Ja, das war das Problem. Und ich komme leider auch keine Mission hier raus. Jetzt hätte ich die Knastmission gemacht. Aber ich warte, ich bin noch online. Aber irgendwie ist das auch entspannend mit den Paketen, das stimmt. Ja, ne? Ja. Überleg mal, der Nervenkitzel, in jedem Moment könnten auch Leute reinkommen und euch alle umbringen. Das ist schön ruhig. Ja. Sehr schön. Oh, und es wird noch viel schöner mit dem neuen Update in der 3.23. Hast du dich informiert, was hier kommt mit dem neuen Update? Nee, sag mal. Boah, es kommt viel. Das kann ich nicht. Erzähl mal. Jetzt erzähl mal. Wir haben ja nur Zeit. Es kommen zum Beispiel die großen Tests, die großen neuen Bunker. Die werden ganz interessant. Oh, da ist ein neues Blutmodell. Das ist mir eh wieder verkrümelt.
Da kannst du die wieder umtrainieren beim Fliegen. Ah. Ja, das mit dem Fliegen war schon witzig. Also war halt einfach mal was anderes. Aber halt auch nicht so einfach, also. Ja, genau meine ich jetzt die Rennen da. Die Rennen werden dann auch wieder anders. Mit dem neuen Flugmodus. Nein! Nein! Oh, bin ich jetzt wieder irgendwo drin? Nein, was ist das jetzt wieder? Ach ja. War ja wieder klar, dass irgend. Das war gerade so schön. Ja, du bist im Endeffekt da, wo der Caro letztes Mal auch drin war, als sie bei Jumper waren. Nein! Nein! Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Musst du dich mit den Boards rausbacken, anders geht's nicht. Ja, meintest, funktioniert diesmal. Ja. Also. Der Caro hat's da auch schon rausgeschafft. Brauchst du Geduld. Ja, das wenn der es schafft. Gell? Darfst du das doch zweimal? Dreimal. Dreimal? Ja, ja. Ich muss erst mal schauen. Ich muss erst mal schnell gucken, wo es sind. Ja, das habe ich schon. Das habe ich schon. Wo war? Jetzt bin ich auf. Ich bin jetzt irgendwo gerade hin und habe jetzt. Was habe ich jetzt denn für ein komisches Zeugs gedrückt? Momentchen. Oh Mann, also. Hä? Actions. Item Actions. Oder? Nö. Ich drücke mal das falsche. Moment. Nochmal zurück. Was denn? Ich bin jetzt auch gerade verwirrt. Passen. Nee, Actions auf jeden Fall. Und dann Player, oder? Emote hier unten. Jetzt habe ich. Ja, was ist denn das jetzt für ein Zeug? Yes, no, nein, will ich nicht. Das kam doch dann bei Emote, kommt doch dann normalerweise. Das ganze Zeug, was ich machen kann. Eigentlich schon. Komisch. Ich werde auch verwirrt. Was Kinderschokolade aus frisch gepressten Kindern? Nein, die schmeckt viel zu gut. Ich glaube, Kinder schmecken nicht so gut. Aber nur aus dem Kühlschrank. Was? Kind aus dem Kühlschrank? Kinderschokolade. Ach so. Warum schmeckt die denn? Kinder aus dem Kühlschrank. Warum da ist irgendeiner und schießt auf mich. Irgend so. Warum schmecken Kinder nicht? Wer schießt da? Das geht ja dann nicht. Da ist eine Wand. Vielleicht Luca. Einer von denen. Will mich retten. Von anderen. Was mache ich denn jetzt? Actions. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ich weiß es tatsächlich nicht, warum. Warum dance so? Geh mal, guck mal, ob du irgendwie aus der Ecke rausgehen kannst. Vielleicht stehst du in einer ungünstigen Ecke. Ach so. Ah, da fehlt, glaub ich, nicht viel. Ich muss bloß hier so raus. Ein bisschen hüpfen. Ja, da ist. Also genau vor dir ist die unsichtbare Wand. Das ist das Problem. Unsichtbare Wand. Ah, Cold Connors will mir helfen. Ja. Ich hab auch schon mal versucht, aber das wird da leider nichts. Ich hab da versucht, einen Caro rauszuholen. Und was hat der dann gemacht? Ja, es war dann Zeit, dass das Spiel vorbei war, deswegen haben wir dann nicht mehr versucht. Also. Ah, dann muss ich nur noch 20 Minuten warten. Wir können uns ja mal so zählen. Kannst mal versuchen, irgendwie die Mitte vom Raum zu gehen und dann, ob du dann dancen kannst oder so. Also, vielleicht liegt es, weil du da vorne bist. Okay, dass das überhaupt nicht mir das anzeigt, was ich da machen kann. Doch, jetzt guck, jetzt kann das wieder unten links. Emote? Wie? Ich muss ja auf Emote du gehen. Hattest direkt, jetzt genau, ja, du hattest gerade direkt auf der ersten Seite. Genau. Dann lag es daran, gerade weil du quasi kein Platz hattest, um was zu machen. Okay, also dann mache ich jetzt. Oh, jetzt habe ich gedacht, dass es geht. Das kannst du mal eben an den verschiedenen Stellen probieren. Dance, dance, dance. Ja.
Jetzt hat Luca wenigstens seine Ruhe vor mir da unten. Jetzt kann er in Ruhe seine Kisten sammeln. Ha? Oh, er hat dich getroffen. War gut. Wasserbrücke ist jetzt quasi 90 Grad nach links gucken und dann Sleep machen. Oh, er kann auf dich schießen. Das ist gut. Warte. Vielleicht. Ich werde aber sterben. Ja, aber jetzt er kann dich dann vielleicht rausheben. Jetzt habe ich Sleep gemacht. Ja, perfekt. Aber das bringt auch nichts. Aber nee. Ich werde jetzt dann sterben. Ja, warte. Die Hoffnung ist ja, dass man dich rausheben kann dann. Bleib mal da vorne. Geh mal jetzt nicht unbedingt rein in den Raum. Ja, ich bleib mal so da vorne. Und einfach nichts machen. Du bist jetzt eh gleich. So, ein bisschen Glück kann ich der Colt dann mit dem Tractor-Beam rausheben. Hey Moto, gute Nacht. Ja, das kann nicht jeder, gell? Bisschen. Muss es nur klappen. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ist einfach so gar passiert. Gar nichts gemacht. Ist einfach so passiert. Das sagen die immer. Ja, also wenn man dann nicht mal aus Versehen auf eine Kiste treten kann. Ja, aber guck her, ja, das was ich dachte, durch diese Wand kommt er leider auch nicht durch. Und jetzt muss ich halt sterben, dann bin ich halt wieder. Ja, warte, lass ihn mal noch probieren, vielleicht kriegt das hin. Schauen wir mal. Ich trink mal einen Schluck. Ja, trink mal einen Schluck. Zur Beruhigung. Was der da macht, ich weiß es nicht. Was Textur? Du kannst mit F4 die Außenansicht sehen, dann siehst du ein bisschen mehr. Ja, stimmt. Naja, sieht aber auch nicht so toll aus. Das sieht doch schlimmer aus. Ja. Gut, dann vielleicht doch nicht. Boah, das kann sich keiner anschauen. Okay, wie viel Zeit geben. Wie lange warten wir noch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird nichts mehr. So wie vorher. Das wäre auch zu einfach. Oh je. Okay. Und man kann notieren, Gold Connors hat Streamer getötet. Ja. Nein. Beim Helfen. Beim Helfen auszusehen. Macht das noch Sinn, Brutze? Nee, ich werde jetzt einfach mal mich sterben machen. Mich tot machen. Ja, ich glaube, kommst du nicht raus. Das wird nichts mehr, ja, leider. Blöde in die Decke backen da. Aber vielen Dank, Cold Corners, gell? Für deine Bemühungen. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal im Krankenhaus. Dann. Hallo, jetzt sterb mal hier, du! So. Das ist aber normal bei so bei Jump und PvP machen, dass man ab und zu mal im Krankenhaus liegt. Okay. Ja, ja, aber bis man dann wieder da ist und alles, weißt du, das dauert ja so lang. Ja, normalerweise verortet man sich ja dann auch auf Eris Harbor. Das haben wir jetzt halt nicht gemacht. Wäre ja auch zu langweilig gewesen. Eben. Das ist meine Rede. Es wäre einfach zu einfach. Ja. Toll. Toll. Was
weiß, man muss ja die Dinge nicht einfacher machen, als sie eigentlich sind. Ja, ja, eben. Eben, eben. Außerdem, das ist ja nicht zur Strafe, nur zur Übung, gell? Eben. Hm. Ich sehe schon, du bist eine wunderbare Mutter. Du kennst die ganzen kleinen Tricks. Natürlich. Man darf ja auch nichts anderes sagen. Naja, die finden das nicht so toll, wenn ihr da sowas sagt. Ja, die müssen hören. Die dürfen nicht anders. Hm, sag das mal denen. Oh Mann. Okay, was nimmt man denn? Was nimmt man denn? Ich brauche alleine schon eine Viertelstunde, bis ich das hier rausgesucht habe. Es lohnt sich ja gar nicht mehr zu kommen. Ich wollte auch gerade, ich wollte es auch schon ansprechen, bis du jetzt da bist. Ich wollte es auch schon ansprechen, bis ich da bin. Das dauert ja. Ja, also ist ja, weißt du, also nicht du bist, aber bis man halt allgemein das wieder da ist. Ist halt ja, das stimmt halt. Allerdings. Aber was könnte ich denn sonst dabei noch machen? Das ist halt das, was ich jetzt nicht weiß, deswegen habe ich es nicht angesprochen. Super! Wie gesagt, ich wollte ansprechen. Er lacht sich hier und ascht. Und ja. Oder wir machen noch irgendwas ganz anderes. Keine Ahnung. Weißt du, in dem Arena Commander. Ich finde, da kann man immer noch ein bisschen. Arena Commander? Komm mal. Komm mal auf. Ja, der heißt doch so! Komm. Ja, Alter. Spricht man das anders aus? Ja, alles gut. Das war grad. Oh. Ich hab das schon mal so komisch. Irgendwas komisches gesagt, da hat mich der Karoling auch verarscht. Okay. Oh, ich fass es nicht. Hacker dich gefunden, dreimal verflogen, bis Carolina dann mal wieder da ist. Haha, also heute bin ich schon ganz gut hinkommen. So mehr oder weniger. Ich häng zu viel mit Mariko. Ja klar. Ja, der spricht jetzt aus der Arena Commander. Also, was jetzt? Das war ja nur so eine Idee, das könnte man ja machen, keine Ahnung, weil es ist so zum Überbrücken. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was. Musst du da jetzt noch in deinem Gefängnis sitzen? Ja, aber Arena Commander geht trotzdem. Aber der Arena Commander. Ist halt die Frage, wegen dem, die anderen sind jetzt gerade noch bei Jumptown und machen gerade einen Test noch. Ja. Da draufladen. Also zweiter ja. Arena Commander geht meistens nicht so viel. Ich kann mich ja auch noch mal auf den Weg machen. Ist ja eigentlich wurscht, was ich hier so mache. Ja, kannst du auch. Oder wie Brutto besagt, kannst du eine Mission annehmen. Wenn du möchtest. Aber dann lohnt sich ja dann auch nicht mehr. Wenn du dich auf den Weg machst. Ich mach mich lieber auf den Weg. Mach dich auf den Weg. Ich suche jetzt erst mein Schiff leer raus. Welcome. Was nehmen wir denn? Ich kann ja auch mal so. Ich kann mal. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ich nehmen soll hier. Genau, kannst du ja mal ganz was riesiges nehmen. Dafür laufe ich mich das dann. Das wäre was. Bis ich dann nämlich im Cockpit sitze. Das sind auch schon wieder. Das ist auch schon wieder eine Weile vergangen. Also, wollen wir nehmen? Wozu beschreibt doch mal was. Wir haben ja eine Riesenauswahl. Was ist dein Lieblingsschiff eigentlich, Mindtrix? Die Starrunner. Mine Trix. Also Starrunner. Ich bin da nicht so wählerisch. Ich bin aber der Starrunner. Aha. Okay. Und was ist denn die? Ich weiß nicht. Da war sie. Hm? Da war sie gerade. Vor 5 Minuten, wo du
mit Screenverzögerung. Ja, das ist halt die gute Sache. Das ist bei der CA. Hier hast du es gesehen. Crusader Mercury, Star Runner. Ja, genau. Wozu beweist auch nichts. Wie viele Laubets hat denn Karo, bitte? Der hat alles Mögliche. Ich schau mir jetzt mal die Star Runner an, wie die aussieht. Das ist ein super schickes, sexy Schiff. Dann bin ich ja mal gespannt. Also ich finde, also das habe ich ja schon mal gesagt, man könnte da immer so ein kleines Bild dahinter machen. Ja, ne? Irgendwie oder ich finde das verwirrend. Damit man sieht, was da was man da guckt. Ja, genau, weiß ja nicht jeder so. Ist ja nicht jeder hier so ein Experte. Ist ja teilweise auch ein Problem. Wie der Mine-Tricks. Wenn du jetzt. Guck, da hast du das beste Beispiel. Du hast 4 Nomads. Weißt du, welche möchtest du denn auswählen? Ja. 1, 2 oder 3? Halt. Richtig. Oder 4? Ja. Aber die schauen die dann alle anders aus, oder was? Nö. So die gleichen, oder? Ist ja viel mehr das gleiche Schiff. Toll. Also, wo war sie denn jetzt, die Blöde? Hey, nennen sie dich blöd. Ach, okay, Entschuldigung. Wo war sie denn jetzt? Himmel, irgendwo weiter oben. Ich würde war denn das jetzt nochmal? Ah ja, stimmt. Bei C. C wie Starrunner macht total Sinn. Ja, ne? Mhm. Du bist übrigens gerade vorbei. Hä? Vorher habe ich sie doch auch gefunden. Ah, hier. Crusader nämlich. Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the following location. Ja, ja. Da war noch irgendwas vorne dran gestanden. Das habe ich schon auch gewusst. Aber was es nochmal war. Unter C. Ja, okay. Hangar 8 war's. Schauen wir mal. Dann machen wir noch eine Schiffsinspektion. Hallo, Matthews. Guten Abend. Ja, das schauen wir uns jetzt mal noch an. Wir inspizieren der Seastarrunner. Also. Ah, okay. Okay, cool. Von hier hinten sehen wir ein den hinteren Teil eines Schiffes. Ein Hinterteil. Oh. So, okay. Oh, ich finde die voll schick. Oh, du hast sogar Skin drauf, ja. So wie es aussieht. Ja. Klar. Hey. Wenn schon, denn schon, ne? Ja, ja, eben. Brauchst. Ah, also, hier werden keine halben Sachen gemacht. Haben. Aha. Achso, da, okay. Kann ich da hinten ein? Oh, dann geht das da hinten auf? Ja. Hinten die Rampe. Da, wo der kleine Marker ist. Da das kleine Dings, da Wumms. Der kleine Schalter. Klar. Oh, jetzt geht's auf. Ein Schiffsguide? Ja. Klar. Der wäre bestimmt super. Wie komme ich ins Cockpit? Also weißt du, nein, ich meine so ein Guide. Mach ich mal. Brotsuppe wünscht sich das. Ich finde das hier schon alleine raus, wie ich da ins Cockpit komme. Ich verrate es dir nicht. Noch nicht, bitte. Also, Servers? Hier. Nee, wo sind wir denn hier? Wir sind in so einem Technikraum. Hier ist falsch. Du kannst aber die Lichtschalter anmachen. Alles dunkel, so dunkster. Ja, gibt da. Diese da. Wo ist denn da der Lichtschalter? Genau, das ist Lichtschalter. Habe ich gerade drauf gedrückt, da ging die Tür auf und so. Da ging kein Licht an. Guter Punkt. Ich glaube eher, dass es kein Licht angegangen, weil das Schiff noch aus ist. Ah. Was ist das jetzt hier?
so ein Turret-Teil oder sowas. Muss ich wieder rauf. Das ist das, wo Billy denn jetzt herkommt. Das ist das Scanning Room. Ah, das ist das Scanning Room. Der Scanning Room. Sag's mal nochmal. Wo ist denn jetzt der Aufzug eigentlich? Wo bin ich denn jetzt herkommen? Ja, okay, vielleicht brauche ich doch Hilfe. Du bist nur wieder im Scanning Room. Ach so. Aber du musst zurück zu den Servern. Momentchen. Aber wo ist Cargo? Bitte geh zurück zu den Servern. Also schaut das immer alles so gleich aus eigentlich. Bridge. Da war du nur zwischen Bridge. Zwei Räumen herläufst. Sei leise. Das kann gar nicht sein. Zurück zu den Servern. Das kann ich. Das ist doch einfach nur herrlich, wie der lacht, oder? Das ist. Da muss ich mir einfach noch einen Arsch ablachen. Jetzt ist er vom Stuhl gefallen, glaube ich. Jetzt macht er gar nichts mehr. Ja. Hey, Nachbarn haben früher schon mal Polizei gerufen, weil ich so laut lache, ne? Da habe ich keinen Zweifel, hä? Wir saßen irgendwie so um 11 noch auf dem Balkon oder so, und das war halt übel lustig. Ich musste übel lachen. Und auf einmal rief so von unten die Polizei: Entschuldigen Sie bitte. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ach so. Das war wegen. War das wegen Lärmbelästigung? Ich dachte, die wollten schauen, ob alles okay ist bei dir. Nee, das war wegen Lärmbelästigung. Ich kann nicht mehr. Das fand ich echt unglaublich. Ja, voll gut, hey. Oh, das ist lustig. Ich habe jetzt frei so nebenzu das Cockpit gefunden. Hammer, oder? Oh. Bin einfach durch sämtliche Türen gegangen. Auf einmal war es da. Oh, schau mal, was Lisschen geschrieben hat. Ja, ist gerade. Du konntest das nicht zuordnen. Eieiei. Wieso geht das jetzt dann auf? Wieso geht denn das jetzt nicht auf hier? Naja. Das war richtig lang. Anscheinend nicht. Jetzt geht's nämlich. Oh, wir haben jetzt schon kurz vor halb. Und ich bin schon kurz vorm Abflug. Das dauert immer echt lang. Oh, wisst ihr, dann wird's Zeit. Dann machen wir es dann lieber. Dann machen wir es lieber wieder aus. Oh Gott, ich hab Angst. Ach, schön. Entschuldigung, das Alkohol. Ich dachte irgendwie, vielleicht war das jetzt falsch. Nein, du hast alles gut. Du hast Blanco als Sack genommen. Nein, ich hab Miriam irgendwas hart. Oder Miriam, ja, das ist auch okay. Der ist auch bei uns. Wieso eigentlich der? Wieso hat der einen Frauennamen? Habe ich mich vorher schon gefragt. Ich glaube, der hat seinen echten Namen eingegeben. Bin ich sicher. Wie jetzt? Ich weiß nicht. Naja, egal. Also schauen wir uns das mal noch hier von außen an. Wow. Und das war. Ach, das ist ein Wow-Schiff. Fahrwerk ist nur drin. Und du fährst lieber mit Füßchen draußen. Ja, ja, kann man ja mal vergessen. Ja, ich kenn's. Ich sitze im Krankenhaushemd da drin. Ganz klassisch. Ja. Passt zum Blau des Schiffes. Kennt man so. Gut, okay. Aber schön. Schöne Schiff, die ist da, oder? Ja. Schöne Größe auch. Ja. Kann man sich nur so ein bisschen verlaufen. Ja gut, wenn man jetzt zwischen zwei Räumen hin und her läuft, dann ist das, jetzt, ist das natürlich so ein Thema. Zwischen dem, welchen Raum war das? Zwischen dem Server Room und dem Scanning. Ich wollte es nur nochmal hören. Genau. Gut. Ja. Unseren Scanning. Der kannst du es sein lassen.
Also, aber jetzt ist es. Jetzt sind wir am Ende des Streams angelangt. Mal wieder. Oh. Also. Hilfe! Hilfe! Okay. Wir werden uns nur in die Habitation zurückziehen. Ja, genau. Jeder bitte in seine eigene Habitation. Und dann geht's alle schön schlafen. Macht sich da mal Arsch. Ich muss jetzt auch schon mal meine Lachmuskeln entspannen. Oh, schön. Okay. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. War witzig. Gut. Dann kann man noch irgendwo ein Raiden? So. Das Witzige ist nur, das gibt sonst immer der Horistas ein. Ich glaube, da muss ich Querstrich machen. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Querstrich? Du arbeitest Querstrich und dann ja, wieso geht denn der jetzt schon mal gar nicht? Jetzt? Oh Gott, was ist jetzt passiert? Ja, Raid und dann einfach eigentlich nur den Namen, oder? Und dann den Namen. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich kann gerade nicht gucken. Wer ist denn gerade da? Die Loge ist ja auch immer da. Ich möchte gerne mal wieder zur Loge. Das heißt, Raid und dann muss ich dann einfach nur die Loge? Ne, wie war das denn? Ist auch da. Die Loge als. Ich weiß es nicht genau. Überrated. Ja, klar, aber sag's erst so, als ob du es wüsstest. Ja, ich weiß. Ja, ich hab dir dann nachgesprochen. Ich hab das noch nie gemacht. Oh! Ja, ich hab das irgendwie schon ganz lange nicht mehr gemacht. Ach nee. Kurze Bart, ich will jetzt nicht, den Namen will eingeschickt. Nicht. Hm? Ja, ja. Muss man nicht slash rate und dann add den Namen? Das Problem, ja, da bin ich jetzt gerade am überlegen, wie das denn. Naja, werden wir schon finden. Nee, keine Übereinstimmung. Oh, ich will nicht Carolinger fragen müssen. Warum nicht? Moment. Weil der mich dann schimpft, dass ich das nicht weiß. Nö. Raid? Das steht. Hier steht schon. Sende deine Zuschauer zu einem anderen Kanal, wenn dein Stream endet. So, Querstrich, Raid und dann so eine komische Klammer. So eine eckige Klammer. Das gibt's doch gar nicht. Ja gut, dann mach dann eine eckige Klammer. Die kriegst du, wenn du alt, groß und 8 und 9. Was? Alt, groß neben der Leertaste? Rechts ja? Neben der Leertaste ja? Und dann die 8 und die 9. Das sind die beiden Klammern. Ah, Yoduka macht schon. Ah, Vogelwild. Ich seh's grad. Aber da kommt trotzdem nichts. Okay, das muss ich nochmal üben. Wir sagen es nicht Karolinger. Danke! Ja, wahrscheinlich muss man vielleicht doch nur einfach Querschrift Welt und dann den Namen. Aber da kam dann bei mir mal keine Übereinstimmung, aber wahrscheinlich habe ich es halt falsch. Ach, keine Ahnung, habe ich es wahrscheinlich falsch geschrieben. Aber naja, wurscht. Okay. Dann verabschieden wir uns jetzt. So. Bis zum nächsten Mal. Du bist aber noch. Du bist auf den Raid-Up. Ja, ja, ich weiß schon. Das ist aber die peinliche Stille am Ende. So schlau bin ich schon. Ach, was? Irgendwas fällt uns schon nur ein, über was wir hier nur lachen können. Das stimmt. Also schönen Abend euch allen noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine gute Woche wünschen wir euch. Und vielleicht bis nächste Woche dann. Gute Nacht. Achso, jetzt sind sie eh weg. Moment, die muss man hier schnell beenden.